Geisterjäger John Sinclair, Band 1718. Die Messerkatze. »Hallo, Süße«, lockte die Stimme. »Komm, meine Süße, komm einfach zu mir. Ich habe dich gern. Ich tue dir nichts. Ich will auch nicht viel von dir.« Ein Kichern folgte. »Nur ein wenig Blut, das ist alles. Wunderbares Katzenblut.« Julie Price, die Sprecherin, saß in einem Sessel. Ihr Blick war einzig und allein auf die Katze gerichtet, die nicht weit vom Sessel entfernt mit gespreizten Beinen auf einem Hocker stand. Ihr Fell war gesträubt. Die türkisfarbenen, schimmernden Augen standen weit offen. Es war das Spiel zwischen Mensch und Tier, das jeder gewinnen wollte. Bisher stand es unentschieden, aber Julie Price war keine Person, die so schnell aufgab, sondern das, was sie sich vorgenommen hatte, bis zum Ende durchzog. Sie wollte die Katze, und sie war sicher, dass sie auch bald an sie herankam. Nur Geduld musste sie haben, dann lief alles wie geschmiert. Sie lächelte das Tier an. Nur ihre Augen lächelten nicht. Sie blieben kalt, und man konnte bei ihnen von einem hintergründigen Blick sprechen. Sie nickte dem Tier zu. »Nun mach es mir doch nicht so schwer, kleine Pussy. Komm zu mir. Ich habe keine Lust, länger darauf zu warten. Wenn du nicht kommst, werde ich dich holen, und das wird bestimmt nicht schön für dich werden.« Das Tier rührte sich nicht. Sein Fell wies eine rötliche Farbe auf und glich der Farbe des Haars, das wild auf dem Kopf der Frau wuchs. Der Schwanz war buschig geworden und zitterte leicht hin und her. Das Zeichen dafür, dass die Katze aufgeregt war, ebenso wie die Lockende, die das jedoch nicht zeigte. »Willst du wirklich, dass ich dich hole?« Julie legte den Kopf schief. »Das wäre nicht gut für dich, das muss ich dir sagen. Wenn meine Geduldsgrenze überschritten ist, kann das für dich sehr böse enden. Dabei will ich dich nicht ausbluten lassen. Ich brauche nur etwas von deinem Lebenssaft. Ich liebe Katzen, denn ich bin fast so wie du. Das kannst du mir glauben.« Das Tier bewegte sich nicht. Es sah schon künstlich aus, wie es da stand und darauf wartete, dass etwas geschah. Julie Price schüttelte den Kopf. Sie war es jetzt leid. Auf keinen Fall wollte sie aufgeben. Zu viel hatte sie eingesetzt, als dass sie ihr Zielobjekt laufen lassen würde. Sie stand auf. Es geschah mit einer ruckartigen Bewegung, und dabei hörte sie das Fauchen der Katze, der diese schnelle Bewegung wohl nicht gefiel. Aber das Tier blieb auf dem Hocker stehen und schaute zu, wie Julie sich in Bewegung setzte und auf sie zuschlich. Es war keine große Distanz, die sie zurückzulegen hatte, aber sie musste schon näher an ihr Opfer heran, um es fassen zu können. Die Katze fauchte. Julie machte es nichts aus. Sie zeigte wieder ihr kaltes Lächeln. Dabei schüttelte sie den Kopf, und die nächsten Worte drangen als Flüstern aus ihrem Mund. »Keine Chance, Kleine. Ich brauche dich. Ich werde dich packen. Ich muss dich haben.« Die Worte schienen von dem Tier verstanden worden zu sein, aber nicht in dem Sinne, wie es sich die Sprecherin gewünscht hatte. Offenbar hatte die Katze die Worte als Warnung verstanden, denn plötzlich war es vorbei mit ihrer Starre. Aus dem Stand jagte das Tier in die Höhe. Es drehte sich dabei noch zur Seite, weil es den greifenden Händen entwischen wollte. Das wäre ihr beinahe gelungen, aber Julie Price war ebenfalls nicht ohne. Auch sie reagierte katzenhaft gewandt und packte zu, bevor das Tier ihr entwischen konnte. Ein schrilles Schreien durchbrach die Stille. Die Katze zappelte im Griff der Frau. Sie schlug mit den Pfoten um sich, sie wollte mit ihren Krallen die Haut aufreißen, um sich aus dem harten Griff zu befreien. Mit diesem Widerstand hatte Julie Price gerechnet und deshalb Handschuhe übergestreift. Sie hielten zwar nicht alle Schläge ab, aber die meisten schon. »So nicht«, flüsterte die Frau, während sie den Katzenkörper von sich gestreckt hielt. Sie wusste genau, was sie tat, und näherte sich der Wand. Sie holte aus und drosch zu. Nicht nur einmal. Mehrere Male schlug sie die Katze mit dem Kopf gegen diesen Widerstand, flüsterte dabei Worte, die nur sie verstand, lachte auf und war zufrieden, als der Körper zwischen ihren Händen erschlaffte. Geschafft. Für einen Moment ruhte sie sich aus und schaute dabei auf den starren Katzenkörper nieder, der schlaff in ihrem Griff hing. »Das hast du dir selbst zuzuschreiben, mein kleiner Liebling«, sagte sie leise. »Du hättest dich nicht wehren sollen, aber jetzt ist es vorbei. Sie drehte sich um und ging auf den Hocker zu, auf dem zuvor das Tier gestanden hatte, und setzte sich. Behutsam legte sie das leblose Tier in ihren Schoß, streichelte es und nickte nach einer Weile. »Du bist wirklich zäh. Andere wären schon längst tot. Du aber lebst noch. Umso besser.« Mehr musste sie nicht sagen, denn jetzt kam der wichtige Teil ihrer Aktion. Sie ließ den leblosen Körper neben dem Hocker zurück und ging zu einer Anrichte, auf der eine Schale aus hellem Porzellan stand. Sie nahm sie mit und stellte sie behutsam auf den Hocker, bevor sie ebenfalls dort Platz nahm. Danach hob sie den Katzenkörper an und legte ihn sich wieder auf den Schoß. In dieser Lage blieb das Tier liegen, genau richtig für sie, denn jetzt begann der wichtigste Teil der Aktion. Sie griff in die Tasche ihrer Jacke und holte einen schmalen Gegenstand hervor. Für einen Moment betrachtete sie ihn, dann zuckte die Hand zur Seite und der Gegenstand schwang auseinander und verwandelte sich in einen Fächer. Beim ersten Hinsehen hätte man den Eindruck haben können, dass es ein normaler Fächer war. Doch das traf nicht zu. Dieser Fächer war eine Waffe. Er bestand aus 5 Teilen und jedes Teil war an seinem Ende spitz wie ein Messer. Julie lachte. Mit der linken Hand legte sie sich das Tier zurecht. Sie schaute jetzt auf den hellen Bauch und auch auf die Kehle. Danach drehte sie sich nach links, wo sie die Schüssel abgestellt hatte. Alles stand bereit, und sie packte die Katze mit der linken Hand und hielt sie über die Schüssel. Es war genau die Haltung, die sie haben wollte. Dann stach sie zu. Nein, es war kein direktes Stechen. Die 5 Messerspitzen drangen nicht tief in die Haut ein. Das Fell war hier dünner, es gab so gut wie keinen Widerstand, und Julie zog den Fächer über den gesamten Bauch hinweg und schlug so 5 blutige Bahnen, denn darauf kam es ihr an. Sie sah das Blut hervorquellen und drehte die Katze so, dass das Blut aus ihrem Bauch in die Schale tropfte. Die Frau schaute genau zu. Sie schien jeden Tropfen verfolgen zu wollen, der in die Schale klatschte, und sie presste den Katzenkörper noch mehr zusammen, damit so viel Blut wie möglich in die Schale floss. Die Katze schrie nicht, sie bewegte sich auch nicht, denn sie lebte nicht mehr. Julie Price ließ sich Zeit. Niemand würde sie stören. Es bereitete ihr Vergnügen, zuzuschauen, wie das Blut in die Schale floss und die Lache sich dort vergrößerte. Sie freute sich, es wieder einmal geschafft zu haben. Sie liebte Katzen, auch wenn es nicht so aussah. Die Tiere gaben ihr viel, und wenn sie deren Blut trank, würde sie bald die Perfektion erreicht haben, die sie anstrebte. Noch ein Blick in die Schale. Julie war zufrieden. Es befand sich genügend Blut darin. Jetzt konnte sie endlich daran gehen, das zu tun, weshalb sie dem Tier das Leben genommen hatte. Sich sättigen. Der Katzenkörper lag jetzt neben dem Hocker auf dem Boden. Er war auch nicht mehr wichtig, denn jetzt gab es für sie nur das eine: das Blut. Auch das Fächermesser legte sie zur Seite, um mit den Händen die Schale anheben zu können. Das geschah mit einer langsamen Bewegung, die schon etwas Rituelles hatte. Sie hatte für nichts anderes mehr Augen als für das dunkle Blut in der Schale, deren Rand sie jetzt mit den Lippen berührte. Dann kippte sie die Schale. Das Blut floss in ihren Mund, nicht so schnell wie normales Wasser, eher träge, aber es lief über Lippen und Zunge, erreichte die Kehle und wurde von der rothaarigen Frau geschluckt. Julie gab ein wohliges Stöhnen ab und ihre Augen nahmen einen besonderen Glanz an. Für sie war es das Größte, dieses Blut trinken zu können. Julie Price schloss die Augen. Sie wollte sich durch nichts ablenken lassen, denn jetzt galt es, sich auf diese wunderbare Paarung zu konzentrieren, die ihr wie ein Kraftquell vorkam. Sie mochte das Blut. Sie empfand es einfach als köstlich, und erst als nur noch ein paar Schlieren auf dem Boden der Schale zu sehen waren, setzte sie das flache Gefäß ab. Geschafft. Die Aufgabe war erfüllt. Sie konnte wieder Luft holen. Ein paar letzte Reste leckte sie von ihren Lippen, schmatzte dabei leise und räusperte sich, bevor sie die Schale zur Seite stellte und wieder nach dem Fächermesser griff, das sie zusammenklappte. Es hatte seine Aufgabe erfüllt, doch sie wusste, dass sie das Messer noch öfter einsetzen würde. Julie war zufrieden. Mit dem Fuß schob sie den leblosen Katzenkörper zur Seite. Lässig stand sie auf. summte sogar eine Melodie vor sich hin und ging danach auf das Fenster zu, dessen Scheibe durch einen Vorhang verdeckt worden war. Das Fenster selbst interessierte sie nicht. Sie konzentrierte sich auf den zweiten Sessel, in dem eine Puppe saß. So sah es wenigstens auf den ersten Blick aus. Nur traf das nicht zu, denn im Sessel hockte keine Puppe, sondern ein Mensch, eine gefesselte und auch geknebelte Frau, die alles hatte mit ansehen müssen. Es war die Besitzerin der Katze, der Julie Price das Leben genommen hatte. Die Frau hieß Mary Slater, war Mitte 30 und sie war nicht ohnmächtig geworden. Sie hatte die grauenhafte Tat mit angesehen, und welche Gedanken sie dabei gehabt hatte, das war vom Blick ihrer Augen abzulesen. Angst, Abscheu, Widerwillen, das alles vereinigte sich in diesem Blick. Wenn das silbrige Klebeband nicht gewesen wäre, sie hätte bestimmt geschrien. So wurde sie daran gehindert. Julie nickte ihr zu. »Ich werde dich bald verlassen, und ich bin auch kein Unmensch. Ich werde dich von diesem Knebel befreien, und du versprichst mir, nicht in eine Schreiorgie zu verfallen. Ist das klar?« Die Gefesselte nickte. »Gut.« Julie griff zu und zerrte mit einem Ruck das Klebeband von den Lippen der Frau weg. Sie konnte nicht anders, sie musste schreien, doch es war nur ein schwacher Laut, der aus ihrer Kehle drang. Dafür rang sie nach Atem. Sie keuchte, würgte, riss den Mund weit auf, um so wieder Luft zu bekommen. Julie Price ließ die Frau zunächst in Ruhe. Sie sollte wieder zu sich kommen, denn sie hatte ihr einiges zu sagen. »Kannst du sprechen?« »Weiß nicht.« Julie winkte ab. »Egal, wir werden es versuchen.« Zwei Finger legte sie unter Mary Slaters Kinn und hob ihren Kopf leicht an, damit sie ihr in die Augen schauen konnte. »Ich weiß, dass du mich hasst, dass du mich am liebsten in Stücke schneiden würdest, aber ich... Nein, nein, das stimmt nicht. Das könnte ich gar nicht. Ich bin nicht wie du. Ich achte die Menschen und auch die Tiere. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, eine Katze so grausam zu töten. Man sagt, dass der Mensch schlimmer ist als ein Tier. Dafür habe ich jetzt den Beweis bekommen. Du bist schlimmer. Du tötest ein Tier, das dir nichts getan hat. Das ist richtig. Ich muss dir allerdings sagen, dass ich dein Tier gebraucht habe. Ich wollte das Blut der Katze trinken, und ich habe es getrunken. Ich liebe die Katzen. Ich fühle mich selbst als solche, und ich mag ihr Blut. Es gibt mir Kraft. Es sorgt dafür, dass ich stärker werde und mich wunderbar bewegen kann.« Sie riss den Mund auf und fauchte Mary Slater an. »Hast du gehört? Kennst du diesen Klang? Bald werde ich wie eine Katze sein, mich geschmeidig bewegen, mich mit deren Fell wärmen, all das habe ich mir vorgenommen. Und ihr Blut wird mir die neue Kraft verschaffen.« »Nein, nein, das kann ich nicht glauben. Du bist eine Bestie, nicht mehr und nicht weniger. Du bist einfach schlimm und du wirst es nicht schaffen. Die Strafe des Himmels wird über dich kommen, denn so etwas wie du darf nicht frei herumlaufen.« »Schön gesagt. Es ist mir ernst. Auch das glaube ich dir.« Julie verengte die Augen. »Aber hast du mal daran gedacht, dass auch dein Leben auf der Kippe steht? Es liegt in meiner Hand.« Genau das zeigte sie in der nächsten Sekunde, als sie den Fächer in ihrer Hand bewegte und der sich auseinanderfaltete und zu einer gefährlichen Waffe wurde. Plötzlich schimmerten vor Mary Slaters Augen 5 gefährliche und leicht gebogene Messerspitzen, an denen noch das Blut der Katze klebte. »Schau genau hin, Mary, und vergiss meine Worte nicht, die du gleich hören wirst. Ich könnte dir mit einem Streich deine Kehle zerfetzen, aber das tue ich nicht. Ich will Gnade vor Recht ergehen lassen, denn ich habe mein Ziel erreicht. Ja, getötet und Blut getrunken. Ich habe mich nur gestärkt, das ist alles. So solltest du das auch sehen.« Sie spielte mit ihrem Fächer und lächelte dabei versonnen. Wieder nahmen die Augen einen besonderen Glanz an, und Mary musste zugeben, dass dieser Glanz nicht von dem einer Katze zu unterscheiden war. Das verstörte sie. Sollte dieses mörderische Weib die Wahrheit gesagt haben und auf dem Weg zu einer Katzenfrau sein, dass sich in ihr Menschliches und Tierisches vermischte? Sie war zu verwirrt, um weiter darüber nachdenken zu können, aber loslassen würde sie der Gedanke nicht. Julie Price entfernte sich von ihr. Ein Lächeln lag dabei auf ihren Lippen. Sie schlug den Weg zur Tür ein, drehte sich aber nochmal um und nickte Mary zu. »Sei dankbar und froh, dass ich dich hier lebend zurücklasse. Du weißt, auch in den harmlosesten Katzen steckt noch immer etwas Gefährliches. Wenn das zum Ausbruch kommt, kann ich für nichts garantieren.« Mehr sagte sie nicht. Dafür öffnete sie die Tür und verließ den Raum, indem sie eine gefesselte Mary Slater zurückließ. Alles war anders geworden in ihrer kleinen Wohnung, und das konnte auf einen Punkt gebracht werden. Stille. Ja, es war so still geworden. Laut war es auch sonst nicht in ihrer Wohnung, aber es fehlte trotzdem etwas. Das leise Tappen der Pfoten, das Gleiten der Katze durch den Raum, das leise Schnurren oder Miauen. Sie würde es nie mehr hören, das wusste Mary Slater. Denn als sie den Kopf leicht drehte, sah sie ihren Liebling neben dem Hocker auf der Seite liegen, und so schaute sie aus ihrer Position auch auf den blutigen Bauch. Dieses Bild jagte ihr Schauer des Entsetzens über den Rücken. Sie hatte die grauenvolle Tat mit ansehen müssen, und sie hatte sich irrsinnig stark zusammenreißen müssen, um nicht in Ohnmacht zu versinken. Das war nun vorbei, denn die Rothaarige befand sich nicht mehr in ihrer Nähe. Tränen schossen aus ihren Augen. Das musste einfach sein, denn nur so fand sie Erleichterung. Sie wusste, dass sie nichts mehr rückgängig machen konnte, aber sie wollte die Dinge auch nicht auf sich beruhen lassen. Als der Tränenstrom versiegt war und sie ihre Nase einige Male hochgezogen hatte, kehrten auch die normalen Gedanken wieder zurück. Und das Normale war, dass sie etwas unternehmen musste. Sie musste die Fesseln loswerden. Die Frau hatte sie in einen Sessel gesetzt. Noch jetzt kam ihr alles wie ein Traum vor. Das Eindringen der fremden Person, der Niederschlag, der sie für kurze Zeit außer Gefecht gesetzt hatte. Dann das Erwachen als Gefesselte in ihrem zweiten Sessel. Darauf folgend das schreckliche Ereignis, als die Katze vor ihren Augen getötet worden war, und schließlich hatte sie die Frau das Blut der Katze trinken sehen. Das war nicht zu fassen. Aber darüber wollte sie sich nicht weiter den Kopf zerbrechen, denn sie musste zusehen, dass sie sich von ihren Fesseln befreite. Julie Price hatte das Klebeband nicht zu fest um ihre Gelenke gezurrt. Es war ihr möglich, die Arme etwas zu bewegen und so die Lücken an ihren gefesselten Händen zu vergrößern. Sie drehte die Gelenke, keuchte dabei und brachte schließlich die linke Hand in einen rechten Winkel zu ihrer Rechten. Das war der erste Erfolg, und er spornte Mary Slater an, weiterzumachen. Sie dachte dabei an ihre tote Katze, und sie stellte sich die Mörderin in einer Situation vor, in der sie das Messer in der Hand hielt und nicht die andere. Ein Schrei fegte aus ihrem Mund. Zugleich hatte sie ihre Hand befreit, und der Rest war ein Kinderspiel. In den letzten Minuten hatte sie viel Kraft verbraucht. So blieb sie zunächst still sitzen und atmete tief durch, um allmählich das innere Gleichgewicht zurückzugewinnen. Am liebsten hätte sie die Augen geschlossen, um das Elend nicht zu sehen, das sie umgab. Das schaffte sie nicht. Immer wieder musste sie den Blick zu Boden richten und dorthin schauen, wo ihre tote Katze lag. Mary Slater hatte das Gefühl, als wäre ihr ein Stück Leben entrissen worden. Die Katze und sie hatten eine Einheit gebildet. Sie hatten sich gegenseitig Mut und Trost gegeben, obwohl das für andere Personen oft lächerlich gewirkt hatte. Aber um die eigene Einsamkeit zu bekämpfen, war ein treues Tier der ideale Partner. Und jetzt war Lissy tot. Mary Slater stemmte sich aus dem Sessel. Als sie sich aufrichtete, spürte sie einen plötzlichen Schwindel aufsteigen und war froh, sich wieder zurückfallen lassen zu können, sodass sie wieder auf der weichen Sitzfläche landete. Es war nicht einfach für sie, die Tatsachen zu akzeptieren. Sie blieb noch sitzen und merkte wie nebenbei, dass ihr Tränen über die Wangen liefen. Sie stellte sich immer wieder die eine Frage: Wer tat so etwas? Unentwegt dachte sie darüber nach. Dann wischte sie die Tränen aus ihrem Gesicht, aber eine Antwort hatte sie auf ihre Frage nicht gefunden. Sie hatte immer noch das Bild der rothaarigen Frau vor Augen, die aus einem Fächer ein Messer hatte werden lassen, um das Tier zu töten. Und dann hatte sie das Blut getrunken. Wie ein Vampir, dachte die Frau. Wie ein abscheulicher Vampir. Das wollte sie nicht akzeptieren. Vampire gab es nicht, und doch hatte sie zusehen müssen, wie diese Frau das Blut ihrer Katze aus der Schale geschlürft hatte. Das begriff sie auch jetzt noch nicht. Nie wäre ihr in den Sinn gekommen, dass jemand das Blut eines Tieres trinken könnte. Nein, das war einfach zu pervers. Auf keinen Fall konnte sie so etwas akzeptieren. Mary Slater versuchte es erneut. Sie gab sich einen heftigen Ruck, und diesmal klappte es. Sie blieb auf ihren Füßen stehen, verspürte auch keinen Schwindel und war endlich in der Lage, auf das tote Tier zuzugehen. Dabei zitterte sie. Ihr Atem ging heftig. Auf ihren Schläfen lastete ein Druck, der ihr neu war. Als sie die unmittelbare Nähe der Katze erreichte, da stöhnte sie auf und ging in die Knie. Das Tier lag so, dass sie in das Gesicht schaute. Und sie hatte den Eindruck, als würde die Katze sie vorwurfsvoll anschauen, weil sie es nicht geschafft hatte, sie zu retten. Wieder strömten die Tränen aus ihren Augen. Sie fing an, mit dem Tier zu sprechen und flüsterte stets dieselben Worte. »Ich habe nichts tun können, mein Liebling. Die Frau war zu grausam. Sie hat nur dein Blut gewollt, nur dein Blut.« Mehr fiel ihr nicht ein. Sie senkte den Kopf und ließ den Tränen weiter freien Lauf. Aber je mehr Zeit verging, umso mehr veränderte sich in ihrem Inneren etwas. Zwar blieb die Trauer noch bestehen, doch da gab es noch etwas, auf das sich ihre Gedanken konzentrierten. Es war das Gefühl der Wut, auch der Rache, der Abrechnung. Sie schaute weiterhin auf ihre tote Katze und gab dabei so etwas wie einen Schwur ab. »Nein, nein und nochmals nein«, flüsterte sie mit scharfer Stimme. »Ich werde es nicht zulassen, dass deine Mörderin so einfach davonkommt. Du bist zwar nur ein Tier, doch auch Tiere haben ein Recht auf Leben und dürfen nicht einfach so abgeschlachtet werden. Diese Mörderin wird ihre Strafe erhalten. Ich werde sie anzeigen. Ich werde dich als Beweisstück mitnehmen. Ich werde dich den Polizisten präsentieren und werde ihnen sagen, wie deine Mörderin aussieht. Ja, ich gebe ihnen eine genaue Beschreibung, denn ich will, dass sie gefasst wird.« Das hatte sie einfach sagen müssen. Sie konnte sich nicht nur in ihrer Trauer versenken. Sie musste handeln, nur das war wichtig. Ihre Katze war zu einem Opfer geworden. Sie konnte sich auch vorstellen, dass Lissy nicht das einzige Tier war, das von dieser Rothaarigen getötet worden war. Und die würde weiterhin töten und das Blut der Tiere trinken. Das war verbrecherisch, das war pervers. Und das musste sie melden. Möglicherweise suchte die Polizei bereits nach einer Person, die es auf Katzen abgesehen hatte, und war froh, wenn sich eine Zeugin meldete. Mary Slater hatte plötzlich keine Tränen mehr. Ihre Gedanken drehten sich nur noch um Rache und Abrechnung. Sie ging in die Küche und holte ein entsprechend großes Tuch, in das sie den toten Katzenkörper wickelte. Sie erinnerte sich daran, im Wandschrank einen leeren Karton gesehen zu haben. Von der Größe her musste er passen. So gerüstet wollte sie zur Polizei gehen, die tote Lissy präsentieren und dafür sorgen, dass die Mörderin zur Strecke gebracht wurde. Sie dachte nicht darüber nach, wie groß die Chancen waren. Sie musste nur etwas tun, um mit sich selbst ins Reine zu kommen. Es dauerte kaum mehr als 5 Minuten, da hatte sie ihre Wohnung verlassen und war unterwegs. »Ich weiß nicht, Kollege, ob wir dafür tatsächlich die richtige Adresse sind. Aber das ist doch äußerst ungewöhnlich, Miss Perkins.« Glenda nickte, obwohl es ihr Gesprächspartner nicht sehen konnte. »Ja, das gebe ich zu. Und deshalb habe ich der Frau geraten, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen.« »Ich kann nichts für Sie tun.« »Das weiß ich, Kollegin, aber Ihre Kollegen John Sinclair und Suko, das ist ein Fall, der Sie einfach etwas angehen muss. Sowas ist doch nicht normal. Ich kann es nur wiederholen. Jemand tötet eine Katze und trinkt ihr Blut. Das ist schon mehr als pervers.« Glenda nahm die Luft aus dem Gespräch. »Nun ja, es gibt einige Perverse in dieser Stadt, sicherlich zu viele, und wir können uns nicht um alle kümmern.« Der Kollege gab keine Ruhe. »Aber dieser Fall ist etwas ganz Besonderes. Miss Slater war so ehrlich. Man hat sie ja auch außer Gefecht gesetzt, damit die andere Frau in Ruhe die Katze töten und ihr Blut trinken konnte. Das kann man mit einem Vampir vergleichen oder einer Vampirin. Naja, so weit würde ich nicht gehen. Sollte man nicht den Anfängen wehren? Und meine Kollegen und ich wissen, was zu tun ist, wenn wir mit Vorfällen konfrontiert werden, die den Rahmen des Normalen sprengen. Da muss dann Ihre Abteilung einspringen.« Das alles war Glenda Perkins bekannt. Sie hatte im Prinzip auch nichts dagegen, doch wenn es um eine getötete Katze ging, war sie schon skeptisch. Sie wollte noch etwas sagen, um ihn abzuwimmeln, aber der Kollege hatte bereits eine Entscheidung getroffen und erklärte ihr, dass Mary Slater bereits unterwegs war. »Bitte?« »Ja, ich habe sie zu Ihnen geschickt.« Glenda wurde ärgerlich. »Aber was soll das denn? Ich habe Ihnen doch zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dass weder John Sinclair noch Suko sich in Ihrem Büro aufhalten. Sie kommen doch sicher irgendwann zurück.« »Das stimmt«, gab Glenda zu. »Dann wird Ihnen Mary Slater alles erklären. Und glauben Sie mir, sie ist keine Lügnerin. Außerdem wird sie Ihnen das Beweisstück präsentieren. Das hat sie auch bei mir getan und mich damit überzeugen können.« Glenda Perkins wollte noch etwas sagen, doch sie hätte in eine tote Leitung gesprochen. Den Hörer hielt sie noch in der Hand, schüttelte den Kopf und legte ihn schließlich auf. »Sachen gibt's«, murmelte sie, »die gibt es eigentlich gar nicht.« Glenda Perkins war im Büro geblieben, weil sie nichts essen wollte, im Gegensatz zu Suko und mir. Draußen lockte eine späte Wintersonne, und so hatten wir uns entschlossen, eine Pause bei Luigi, unserem Stammitaliener, einzulegen. Eigentlich hatte ich über meinen letzten Fall in Salzburg sprechen wollen, bei dem mein deutscher Freund und Kollege Harry Stahl und ich zwei Ghouls gejagt hatten, die gleichzeitig Kreaturen der Finsternis gewesen waren. Aber das Thema war vom Tisch, denn ein schreckliches Ereignis in Asien ließ alle anderen Nachrichten mehr als nur zweitrangig werden. Ein Erdbeben, ein Tsunami und Atomreaktoren, die dabei waren, außer Kontrolle zu geraten. Dieses Unglück überschattete einfach alles, und es gab wohl nur wenige Menschen, die darüber nicht sprachen. So richtig schmecken wollte uns das Essen nicht, aber trotz allen Leids musste das Leben weitergehen. So hatten wir uns beide für eine Vorspeise entschieden. Suko für einen Salat, ich für Vitello Tonato. Dünnes Kalbfleisch mit einer leckeren Thunfischsoße bedeckt. Es war eine mit Radioaktivität gefüllte Wolke entstanden, die noch über dem Land schwebte. Wenn sich aber der Wind drehte, dann war die japanische Hauptstadt bedroht und später womöglich auch die Küsten Chinas, Koreas und Russlands. Darüber dachte besonders Suko nach, denn er war Chinese. Auch wenn er seit langen Jahren nicht mehr in diesem Riesenreich lebte, er war trotzdem noch mit seiner Heimat verbunden und machte sich natürlich seine Gedanken. Ändern konnte niemand mehr etwas, nur darauf hoffen, dass die Menschen vernünftig wurden und versuchten, die Energie besser unter Kontrolle zu halten. Daran zu glauben war schwer, wenn man hörte, dass neue Kraftwerke auch dort gebaut werden sollten, wo die Erdbebengefahr besonders groß war. Ich verstand es nicht, konnte nur den Kopf darüber schütteln und musste zur Kenntnis nehmen, dass letztendlich leider der Profit die Welt regierte. Wir konnten global daran nichts ändern und nur versuchen, uns in unserem Rahmen normal zu bewegen und der Umwelt so wenig Schaden wie möglich zuzufügen. Ich leerte meinen Teller und griff zum Weinglas. Eines konnte ich mir erlauben. Dazu trank ich eine kleine Flasche Mineralwasser. Luigi erschien an unserem Tisch und erkundigte sich, ob wir zufrieden gewesen waren. »Wie immer super«, lobte ich. »Danke«, er grinste von Ohr zu Ohr. »Und bei Ihnen, Suko?« Ich kann mich leider nicht beschweren. Über diese Antwort musste Luigi einfach lachen. Er verschwand wieder in seiner Küche. Und wir ließen uns die Rechnung geben. Diesmal wollte Suko bezahlen, was ich nicht ablehnte. Ich stellte mich innerlich darauf ein, wieder zurück ins Büro zu gehen, als sich mein Handy meldete. Man sollte diese Dinger im Restaurant eigentlich ausschalten. Aber wir bildeten da eine Ausnahme, denn wir waren nicht als private Menschen hier, sondern standen im Beruf. Auf dem Display las ich, dass der Anruf aus unserem Büro kam. Es war Glenda, die fragte, »Störe ich?« »Nein, wir sind mit dem Essen fertig.« »Das ist gut.« »Und warum ist das gut?« »Weil ihr so schnell wie möglich zurück ins Büro kommen solltet.« Besonders dringend hatte Glendas Stimme nicht geklungen, und so fragte ich mit ruhiger Stimme, wer oder was uns dort erwartete. Im Moment noch niemand, aber ein Kollege kündigte mir den Besuch einer gewissen Mary Slater an, die als Überraschung ihre tote Katze mitbringt. Ich hatte ja einiges erwartet, so etwas jedoch nicht. Moment, was hast du gesagt? Eine tote Katze? Genau, und die sollt ihr euch anschauen. Warum das denn? Das wird sie euch wohl selbst erzählen. Glenda atmete hörbar durch. Es tut mir leid, aber ich habe den Kollegen leider nicht abwimmeln können. Gut, dann werden wir uns mal auf die Socken machen. Die Frau ist noch nicht eingetroffen? Nein, ich habe auch unten Bescheid gegeben, dass man sie bei mir anmelden soll. Bisher ist das nicht geschehen. Schön, dann bis gleich. Ja, ich warte. Suko hatte nicht alles von unserem Gespräch mitbekommen, musste sich aus dem von mir Gesagten etwas zusammenreimen und wurde von mir aufgeklärt, nachdem wir das Restaurant verlassen hatten. Eine tote Katze, John? Genau. Bist du sicher, dass du dich nicht verhört hast? Ja, ich bin mir sicher. Aber warum man uns eine tote Katze ins Büro bringt, das weiß ich auch nicht. Suko zuckte mit den Schultern. Wir werden es bald wissen. Als wir den Eingangsbereich des Yard betraten, da war die Frau schon eingetroffen. Sie stand an der Anmeldung und drehte uns den Rücken zu. Trotzdem wussten wir, um wen es sich handelte, denn unter ihrem rechten Arm hatte sie einen kleinen Karton geklemmt. Sie sprach mit einem Kollegen, der nicht so recht wusste, was er mit ihr anfangen sollte. Wahrscheinlich waren unsere Namen gefallen, denn plötzlich zuckte sein Kopf zur Seite und er schaute uns an. »Ah, da sind ja John Sinclair und Suko.« Die Frau zuckte leicht zusammen, bevor sie herumfuhr und uns anschaute. Jetzt sahen wir sie auch von vorn. Das 30. Lebensjahr hatte sie überschritten und sie machte einen gepflegten Eindruck. Unter dem Mantel trug sie einen violetten Pullover und eine schwarze Hose mit leichtem Schlag in den Beinen. Das dunkle Haar war kurz geschnitten. Ein paar wenige Fransen fielen in die Stirn. Als wir näher kamen, sahen wir Schweißtropfen auf ihrer Oberlippe schimmern. Der Blick ihrer dunklen Augen war leicht unstet. Ich sprach sie an und lächelte dabei. »Sie sind Mary Slater.« »Das stimmt. Und Sie wollen zu Suko und mir, wie ich inzwischen erfahren habe.« »Das ist auch wahr. Ich habe mit, Ihrer Mitarbeiterin gesprochen, die uns dann Bescheid gab.« Mary Slater nickte. Sie schaute auf den Karton unter ihrem Arm, suchte nach Worten, und es war Suko, der ihr über die Verlegenheit hinweghalf. »Ich denke, dass Sie nicht grundlos gekommen sind. Wir sollten dann in unser Büro gehen.« »Ja, das wäre gut. Dann kommen Sie bitte mit.« Zu dritt betraten wir den Lift. Mary Slater hielt den Karton krampfhaft fest, als hätte sie Angst davor, dass er ihr weggenommen werden könnte. Da musste sie sich keine Sorgen machen. Wir ließen sie auch mit Fragen in Ruhe, denn alle wichtigen Dinge wollten wir später im Büro klären. Dort wartete bereits Glenda Perkins auf uns. Es roch nach dem frisch gekochten Kaffee, und Glenda begrüßte die Frau so herzlich, dass ihr die Scheu genommen wurde. »Möchten Sie auch einen Kaffee trinken?« »Oh ja, gern. Ich bringe Ihnen eine Tasse.« Dazu musste sie in unser Büro. Dort stellte Mary Slater den Karton auf den Schreibtisch und zog ihren Mantel aus, den sie an einen Haken hängte. Ich beobachtete sie dabei und gelangte zu dem Schluss, dass sie mit den Gedanken nicht so richtig bei der Sache war. Sie bewegte sich wie eine Schlafwandlerin. Glenda brachte den Kaffee. Ich nahm mir meine Tasse und dann wartete ich, bis unsere Besucherin getrunken hatte. Sie lobte den Kaffee, was Glenda auch mitbekam, denn sie war in der Nähe geblieben. Mary Slater übernahm das Wort. »Ich möchte mich zuerst bei Ihnen bedanken, dass Sie mich empfangen haben.« »Das war kein Problem«, sagte ich. »Danke. Ich möchte auch nicht, dass Sie mich für überdreht halten, aber was ich Ihnen gleich erzählen werde, entspricht Wort für Wort der Wahrheit.« »Dann hören wir Ihnen gerne zu«, sagte ich. Es war für sie nicht leicht, die richtigen Worte zu finden. Sie begann mit einem einfachen Satz, der es allerdings in sich hatte. »Meine Katze ist tot.« »Das hörten wir schon«, sagte Suko. »Sie wurde grausam ermordet. Um Ihnen das zu beweisen, habe ich sie mitgebracht.« Wir konnten uns denken, wo sie zu finden war. Versteckt in diesem Karton. Und ich dachte daran, dass wir schon oft ungewöhnlichen Besuch in diesem Büro empfangen hatten, aber eine tote Katze hatte uns noch niemand präsentiert. Da sie ein Band um den Karton gewickelt hatte, musste es erst aufgeschnitten werden, um den Karton öffnen zu können. Ich gab ihr eine Schere. Dabei schauten wir der Frau zu und sahen, dass ihre Finger zitterten. Schließlich hatte sie es geschafft. Jetzt musste sie den Karton nur noch aufklappen, was ihr allerdings nicht leicht fiel. Zwar hatte sie die Hände auf ihn gelegt, aber sie traute sich noch nicht. »Darf ich Ihnen helfen?« fragte ich. »Nein, Mr. Sinclair, das schaffe ich schon. Ich bin im Moment nur etwas nervös.« »Natürlich. Es war einfach zu grauenhaft, was ich erlebt habe.« Aus ihrer Stimme hatte eine Ehrlichkeit gesprochen, die nicht zu überhören war. Und jetzt machte sie sich daran, den Karton aufzuklappen. Und als sie es geschafft hatte, gelang uns allen der Blick in den Karton, denn auch Glenda Perkins war näher an den Schreibtisch herangetreten. Auf eine tote Katze schauten wir nicht. Im Karton lag ein Bündel, das in ein weißes Tuch gehüllt war, das allerdings einige rote Flecken aufwies. Mary Slater sagte kein Wort, als sie anfing, das blutbefleckte Tuch zur Seite zu schlagen. Wir schauten tatsächlich auf eine tote Katze. Sie lag auf dem Rücken, sodass der aufgeschlitzte, blutige Bauch zu sehen war. In den folgenden Sekunden sprach niemand ein Wort. Selbst Glenda hielt sich zurück, bis Mary Slater das Schweigen unterbrach. »Das ist Lissy«, klärte sie uns auf. »Und man hat sie auf eine grausame Art und Weise getötet, wobei ich als Zeugin zuschauen musste.« Wir nickten und gaben zunächst keinen Kommentar ab, bis auf Glenda Perkins, die leise fragte, »Wer tut denn so etwas?« Sie erhielt keine Antwort, und auch Mary Slater hob nur die Schultern. Man hatte dem armen Tier wirklich Böses angetan. Es war gequält worden. Obwohl die Wunden teilweise verkrustet waren, erkannten wir, dass sie doch eine gewisse Tiefe hatten. Und sie sahen aus wie Bahnen, die von einer Seite des Körpers zur anderen gezogen worden waren. Das Tier war an dieser grausamen Quälerei gestorben. Mary Slater musste wieder auf ihren Liebling schauen, doch sie konnte den Anblick nicht ertragen und fing wieder an zu weinen. Dabei presste sie ihre Hände gegen die Augen. Es war völlig normal, dass sie so reagierte. Mittlerweile dachte ich, dass es doch nicht so verkehrt gewesen war, sie zu empfangen. Auch wenn es kein dämonisches Motiv gab, das hinter dem Tod der Katze steckte, ging ich davon aus, dass wir diese bestialische Tierquälerin fangen mussten. Das war für uns einfach eine Sache der Ehre. Sicherlich dachte Suko ebenso wie ich. Aber uns fehlten noch Informationen, und es gab nur eine Person, die sie uns geben konnte. Mary Slater hatte sich wieder gefangen. Sie atmete tief durch, tupfte Tränen von ihrem Gesicht, dann entschuldigte sie sich für ihr Verhalten. Glenda ging auf sie zu. »Nein, nein, das brauchen Sie nicht. Ihr Verhalten ist völlig normal. Keine Sorge, wir haben volles Verständnis.« »Danke, Miss Perkins.« Sie schluckte. »Aber meine Lissy so zu sehen, das ist nicht leicht für mich, obwohl ich sie ja in diesen Karton gelegt habe. Nochmal, wir verstehen Sie voll und ganz. Danke.« Ich hatte die beiden Frauen miteinander reden lassen, musste aber jetzt zur Sache kommen, was nicht leicht für Mary Slater sein würde, denn wir mussten wissen, wie sich die Dinge ereignet hatten und wie es zum Tod der Katze gekommen war. Denn nur darum ging es in diesem schlimmen Fall. Behutsam sprach ich unsere Besucherin auf dieses Thema an und erkundigte mich zuvor, ob sie überhaupt reden wollte. »Was wollen Sie denn wissen?« »Alles, Miss Slater. Fangen Sie am besten ganz von vorn an. Bitte, lassen Sie nichts aus. Jedes Detail kann wichtig sein.« Sie nickte, schluckte, reckte dann aber entschlossen ihr Kinn vor. »Ich will es versuchen«, sagte sie mit leiser Stimme. »Gut.« Wir warteten, denn sie musste sich erst sammeln. Als sie anfing zu sprechen, nahm sie die leere Kaffeetasse in beide Hände und drehte sie, als wollte sie dort einen Halt finden. Den Blick hielt sie nach wie vor gesenkt. Wenig später hörten wir eine unglaubliche Geschichte. Diese rothaarige und für Mary Slater fremde Person war in ihre Wohnung eingedrungen, hatte Mary überwältigt, sie gefesselt und sich anschließend mit der Katze beschäftigt. Wir erfuhren jetzt die schlimmen Details, wie die Katze getötet worden war, aber es war nichts gegen das, was anschließend passiert war. Die fremde Person hatte die Katze praktisch ausbluten lassen und das Blut in einer Schale aufgefangen. Dabei war es nicht geblieben, denn sie hatte das Blut nicht weggekippt, sondern getrunken. Mary Slater berichtete uns das Erlebnis mit einer Stimme, die sich leicht verändert hatte. Zwar klang sie leise, aber trotzdem schrill, und sie schüttelte immer wieder den Kopf, als könnte sie es selbst nicht glauben. »Sie hat sich richtiggehend satt getrunken«, fasste sie nochmal zusammen. »Ich weiß, dass es sich unglaublich anhört, aber das ist so gewesen. Das Blut muss ihr geschmeckt haben. Es ist für sie köstlich gewesen.« Wir hatten kommentarlos zugehört. Der Bericht ging uns nahe. Besonders Glenda war blass geworden. Sie schüttelte einige Male den Kopf, schlug sich auch gegen die Stirn und war erstmal nicht fähig, einen Kommentar abzugeben. Auch Suko und ich sahen nicht eben fröhlich aus. Auf meinen Armen hatte sich eine Gänsehaut gebildet und der Blick meines Freundes war starr geworden. »Ja, jetzt wissen Sie alles und Ich weiß nicht mehr weiter. Es tut mir leid. Ich kann keine Erklärung dafür finden. Wie kann man nur das Blut einer Katze trinken?« Mit dieser Frage hatte sie genau den Gedankengang angesprochen, mit dem wir uns beschäftigten. Wir mussten uns fragen, was hinter dieser unglaublichen Aktion steckte. Wir waren es gewohnt, auf Vampire zu treffen. Die aber waren in der Regel normal. Das heißt, sie fielen über Menschen her und tranken deren Blut. Aber warum trank jemand das Blut einer Katze? Wollte diese Person ihr näher kommen und so werden wie sie? Ich wusste es nicht, aber es hatte sich eine Tür geöffnet, die wir durchschreiten mussten, um etwas Neues zu erleben. Diese Frau mit den roten Haaren hatte ja nicht unüberlegt gehandelt. Dahinter musste schon etwas Besonderes stecken, und zwar etwas, das uns anging. Was Mary Slater hatte mit ansehen müssen, war so etwas wie eine Abart von Vampirismus gewesen, und das sollte sich beileibe nicht ausbreiten. »Ja, jetzt wissen Sie alles«, sagte unsere Besucherin mit leiser Stimme. »Mehr weiß ich nicht.« »Danke, dass Sie uns alles gesagt haben«, fasste Suko zusammen und nickte ihr zu. »Ach, und das finden Sie nicht lächerlich?« »Nein, wir glauben Ihnen jedes Wort. Aber so etwas ist unmöglich.« »Klar, das wissen wir. Aber wir sind es gewohnt, uns gerade um das Unmögliche zu kümmern. Deshalb sitzen Sie hier. Der Kollege hat genau das Richtige getan, als er Sie herschickte.« Mary Slater nickte, ohne überzeugt zu sein, denn sie fragte, »Aber können Sie mir überhaupt helfen? Ich habe Ihnen etwas erzählt, bin aber immer noch nicht schlauer. Sie müssen mich doch für eine lächerliche Person halten.« »Ganz und gar nicht.« Suko lächelte sie an. »Wir glauben Ihnen jedes Wort.« Das überraschte Mary Slater. Sie wollte auch eine Antwort von Glenda und mir haben. »Stimmt das?« Beide stimmten wir zu. »Ja, ja.« Sie schaute auf ihre Oberschenkel. »Und was wollen Sie jetzt tun?« »Die Frau finden«, sagte ich. Nach dieser Antwort zuckte Mary Slater zusammen. Damit schien sie überfordert zu sein. »Wie wollen Sie das denn anstellen?« »Mit Ihrer Hilfe.« Sie hob die Schultern. »Aber was kann ich denn tun?« »Auch das ist einfach. Sie müssen sich nur an einiges erinnern, besonders an die Beschreibung Ihrer namenlosen Besucherin. Das ist sehr wichtig und kann ein erster Schritt sein.« Mary Slater sagte erstmal nichts, aber sie dachte nach, das sahen wir ihr an. Dabei bewegte sie die Lippen, ohne dass sie etwas sagte. »Denken Sie genau nach«, riet Glenda ihr. »Ja, ja, das versuche ich. Die Frau hatte rote Haare?« Mary Slater nickte Glenda zu. »Echt? Gefärbt? Was meinen Sie?« »Keine Ahnung«, murmelte sie und runzelte die Stirn. Sie fing an, sich zu konzentrieren, und wir stellten keine Fragen mehr, sondern warteten ab. »Echt, glaube ich. Ja, die Haare waren echt. Ich denke nicht, dass sie gefärbt waren.« »Gut, was können Sie uns noch sagen?« Mary Slater hob die Schultern. »Sie war dunkel gekleidet, und ihr Gesicht?« Jetzt lachte sie. »Es hatte schon etwas Katzenhaftes an sich. Was meinen Sie denn damit?« »Vielleicht die Augen.« »Und?« Glenda blieb am Ball. »Auch die Bewegungen, glaube ich. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Ein Mensch ist ja keine Katze, aber trotzdem kam sie mir so vor. Sie bewegte sich ungemein geschmeidig, wie es Katzen tun. Ansonsten aber war sie ein Mensch, der das Blut meiner Katze trinken wollte und es auch getan hat.« »Verstehe«, sagte Glenda und wechselte das Thema. »Einen Namen hat sie nicht gesagt?« »So ist es. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich habe sie zuvor auch noch nie gesehen.« »Okay«, Glenda lächelte. »Jetzt seid ihr an der Reihe. Kann man noch was tun?« Das war im Moment nicht der Fall. Wir hatten einfach zu wenige Informationen. Die Rede war von einer attraktiven Frau mit roten Haaren, mehr auch nicht, und wir schauten uns an, als wartete der eine auf die Idee des anderen. Suko meinte schließlich, ob es Sinn macht, wenn wir Miss Slater einen Blick in unsere Kartei werfen lassen? Diese Frau könnte ja eine Vergangenheit haben, die irgendwie auffällig geworden ist. Ist eine Möglichkeit. Ich schaute Suko an und hatte wirklich keine andere Idee. Ich wusste auch, dass in unserer Kartei zahlreiche Personen gespeichert waren, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren. Das begann bei leichten Vergehen bis hin zu schweren Verbrechen. Außerdem konnten wir die männlichen Personen außen vor lassen und uns nur auf Frauen mit roten Haaren konzentrieren. Auch Glenda war der Meinung und sie fragte, »Soll ich die Kollegen der Fahndung schon mal auf uns vorbereiten?« »Ja, das kannst du. Danke, John.« Mary Slater hatte uns zugehört. Als Glenda das Büro verlassen hatte, fragte sie, »Glauben Sie denn, dass Sie mit dieser Methode Erfolg haben werden?« »Wir werden es zumindest versuchen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Ihre Besucherin nicht eben eine Schwesternschülerin. Sie hat genau gewusst, was sie wollte. Manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten, die uns ans Ziel führen. Zudem hat diese Person ein markantes Aussehen. Da ist es möglich, viele andere Frauen auszuschließen.« Mary Slater nickte mir zu. »Wenn Sie meinen, dann können wir es versuchen.« »Und Sie erinnern sich wirklich nicht mehr an andere wichtige Kleinigkeiten?« »Nein, Mr. Sinclair, bis auf das Messer, das kein richtiges Messer war, sondern ein Fächer, der sich aus Messern zusammensetzte. Damit wurde Lissy umgebracht.« Sie verdrehte die Augen. »Ich habe diese Unbekannte in Gedanken als Messerkatze bezeichnet. Verrückt, doch von diesem Vergleich kam ich nicht los.« »Da liegen Sie bestimmt nicht so falsch«, erwiderte ich mit leiser Stimme. In unserem Büro konnten wir nicht bleiben, und so fuhren wir in die untere Etage, in der sich die modernste Technik ausgebreitet hatte. Trotz allem gab es noch den Zeichner, der die ersten Schritte in die Wege leitete, und den hatte Glenda Perkins ebenfalls geholt. Er empfing uns in seinem Büro. Den Computer vergaßen wir nicht, auch wenn der Zeichenblock und der Stift parat lagen. Beide traten als erstes in Aktion. Wir waren zunächst überflüssig und hielten uns zurück. Der Zeichner hieß Tony Quayle. Das Besondere an ihm war sein sorgfältig gestutzter, grauweißer Kinnbart. Er sprach mit Mary Slater und sorgte dafür, dass sie locker wurde. Dann kam er zum Thema, stellte die ersten Fragen und tat dies mit ruhiger Stimme. Mary Slater hörte sich die Fragen an, schaute dann auf das, was Quayle gezeichnet hatte, verbesserte ihn oder stimmte ihm zu. So kam nach wenigen Minuten eine Zeichnung zustande, die trotz der Striche etwas Lebendiges hatte. »Sagt euch das Gesicht etwas?« fragte Quayle. Wir schauten genau hin, mussten aber leider passen. »Gut, dann gehen wir den nächsten Schritt.« Jetzt kam der Computer ins Spiel. Quayle nahm davor Platz, lächelte Mary Slater aufmunternd zu und lobte sie für ihre bisherige Arbeit. »Den Rest schaffen wir auch noch.« »Das will ich hoffen.« Die beiden saßen vor dem Bildschirm, während wir uns im Hintergrund aufhielten, den Monitor aber ebenfalls im Blick behielten und so die wechselnden Bilder mitbekamen. Diesmal wurde mit Farbe gearbeitet. Wir merkten, dass Mary Slater immer stärker in den Bann ihrer Aufgabe geriet. Ab und zu sorgte sie für eine Korrektur am Kinn und der Augenpartie, aber an den Haaren hatte sie nichts auszusetzen. Auch wir erkannten immer mehr und mussten zugeben, dass das Gesicht der Rothaarigen tatsächlich etwas Katzenhaftes hatte, besonders um die Augen herum. Dann lehnte sich Mary Slater auf ihrem Stuhl zurück. »Ja«, sagte sie, »ich glaube, das ist jetzt perfekt geworden. Ganz bestimmt.« Quay lächelte, nickte, schaute sie an und fragte dennoch, »Sind Sie sicher? Besser kann man es nicht darstellen.« »Vielen Dank.« Das Bild wurde ausgedruckt, und wir schauten uns das Frauengesicht an. Keiner von uns kannte es. Mir kam nur eine neue Idee. Wenn ich mir das Gesicht näher anschaute und dabei an die Blutsaugerin Justine Carvalho dachte, da kam mir in den Sinn, dass beide irgendwie zusammenpassten, obwohl sie äußerlich keine Ähnlichkeiten aufwiesen. Aber irgendwie schienen sie auf einer Ebene zu liegen, zudem brauchten beide Blut, auch wenn sich die Carvalho für das der Menschen interessierte. Glenda war mein Blick aufgefallen. »Denkst du an etwas Bestimmtes, John?« »Das kann ich nicht leugnen.« Sie legte den Kopf schief und fragte, »Ah, an die Carvalho? Kannst du Gedanken lesen?« Glenda lachte. »Das nicht, aber ich habe die gleiche Verbindung gezogen. Die eine ist blond, die andere rothaarig. Beide wollen Blut trinken. Das ist doch das ideale Paar, wenn man es von der dämonischen Seite aus betrachtet. Dann drücke bitte die Daumen, dass es nicht dazu kommt.« Sie hob nur die Schultern, und wir wechselten die Abteilung. Das Bild war gut. Wenn diese unbekannte Person irgendwo registriert war, würden wir sie finden. Die roten Haare waren prägnant, und ich war auf die nächste halbe Stunde wirklich mehr als gespannt. Wieder überließen wir Mary Slater einem Kollegen. Eine Vorauswahl war getroffen worden, und so viele rothaarige Frauen, die sich eines Vergehens schuldig gemacht hatten, gab es gar nicht. Dieses Büro hier sah aus wie eine Halle, in der eine gleichmäßige Temperatur herrschte. Es gab keine Fenster, sondern nur die Kollegen, die vor ihren Geräten saßen. Wir hätten auch im Büro des Leiters warten können, das wollten wir nicht, sondern nahe am Ball bleiben, um sofort etwas zu erfahren. Noch mussten wir warten, was uns nichts ausmachte, denn das waren wir gewohnt. Mary Slater ließ sich Zeit. Sie gab keine Kommentare ab, weil sie nichts Falsches sagen wollte. Dann aber passierte es. Ihre Stimme klang nicht besonders laut, überschlug sich aber, als sie rief, »Das ist sie! Ja, das ist sie!« Für Glenda, Suko und mich gab es kein Halten mehr. Wir eilten zu ihr, bauten uns neben ihr auf und starrten auf den Bildschirm. Und tatsächlich sahen wir in das Gesicht einer Frau, die eine große Ähnlichkeit mit der von Mary Slater beschriebenen Frau aufwies. Das musste sie einfach sein. Ich sah, dass Mary Slater ihre Finger um die Seitenlehnen gekrallt hatte. Wahrscheinlich erlebte sie einen inneren Sturm. Zudem war ihr Gesicht gerötet und sie nickte dem Bild ständig zu, als wartete sie auf eine Antwort. »Kennt man den Namen?« fragte ich. »Sicher«, der Kollege nickte. Dann tippte er eine Taste an und das Bild verschwand. Dafür erschien ein Text auf dem Monitor, der uns das preisgab, was wir wollten. Die rothaarige Frau hieß Julie Price. Sie war 33 Jahre alt und war wegen Tierquälerei vorbestraft. Einzelheiten standen dort nicht, aber wir erfuhren, dass sie im Zoo als Angestellte oder auch Tierpflegerin gearbeitet hatte und wegen dieses Vergehens entlassen und angezeigt worden war. Es war sogar zu einem Prozess gekommen, doch zudem war sie nicht erschienen. Und so hatte man ihr in Abwesenheit eine Strafe von 1 Jahr Sozialarbeit aufgebrummt, die sie natürlich nicht angetreten hatte. »Sind Sie sich sicher, Mary?« fragte Glenda. »Absolut, das ist sie. Sie hat mir ja nicht die Augen verbunden. Ich habe das Bild in mich hineingefressen und jetzt endlich weiß ich, wer sie ist. Aber Sie können damit nichts anfangen, oder?« »Wie meinen Sie das, Miss Perkins?« »Das ist ganz einfach. Diese Frau ist Ihnen zuvor noch nie über den Weg gelaufen?« »Genau. Ich besuche öfter den Zoo, aber dort habe ich sie noch nie gesehen. Daran würde ich mich erinnern.« Wir waren einen großen Schritt weitergekommen. Jetzt hätte nur noch die Adresse der Person gefehlt, doch damit konnte der Kollege Computer leider nicht dienen. Allerdings würden wir alles daran setzen, um herauszubekommen, wo sie wohnte. Diese Person musste gestellt werden. Sie trank zwar bisher nur Katzenblut, doch es stellte sich die Frage, ob es dabei bleiben würde und sie nicht plötzlich auf die Idee verfiel, dass sie auch Menschenblut schmecken könnte. Da sie im Zoo gearbeitet hatte, würden wir dort in der Verwaltung anrufen. Möglicherweise konnte man uns in der Personalabteilung weiterhelfen. Jedenfalls hatten wir einen Erfolg erzielt und bedankten uns bei den Kollegen für die Hilfe. Als wir wieder in unserem Büro standen, schloss Mary Slater für einen Moment die Augen und schüttelte den Kopf. Wir brauchten nicht zu fragen, sie gab uns die Erklärung von allein. »Ich werde auf keinen Fall in meiner Wohnung bleiben. Ich werde noch heute dafür sorgen, dass Lissy ein Grab bekommt. Danach ziehe ich zu einer Freundin, die vor 2 Monaten Witwe geworden ist. Dort kann ich für einige Tage bleiben, bis alles vorbei ist.« Sie schaute uns an. »Sie werden diese Julie Price doch stellen, oder?« Das versprachen wir. »Gut, dann schreibe ich Ihnen noch die Adresse auf, wo Sie mich erreichen können, wenn etwas ist, das ich wissen müsste.« Sie schaute auf den Karton und ich sah, wie ihr ein Schauer über den Rücken lief. »So schnell werde ich mir keine andere Katze mehr zulegen«, murmelte sie. »Ich will ja, dass sie lebt oder am Leben bleibt.« »Das verstehen wir«, sagte Glenda. Sie half Mary Slater dabei, den Karton zu verschließen. Unsere Aufgabe bestand darin, Julie Price zu finden. Wir konnten nur darauf hoffen, dass man uns in der Personalabteilung des Zoos weiterhalf. Diese Person musste gestellt werden, bevor sie noch mehr Tiere tötete und deren Blut trank. Noch immer lag der Geschmack des Katzenbluts auf der Zunge der Rothaarigen. Sie war froh darüber, denn er war für sie etwas Wunderbares. Er war süßlich und auch leicht bitter. Doch das war nicht das Ausschlaggebende. Dieses Blut, das sie sich geholt hatte, sorgte bei ihr für eine innere Kraft und Stärke, die sich erst langsam aufbaute, was sie nicht störte, denn das hatte sie schon zuvor gewusst. Niemand nahm von ihr Notiz, als sie das Haus betrat und sich dabei sofort nach rechts wandte, der Treppe zu, die in den Keller führte, doch auf halbem Weg ein Podest aufwies, auf dem sich eine Tür befand, die zu einer Wohnung führte, die zwischen Keller und Parterre lag. Gewissermaßen im Souterrain. Dort wohnte Julie Price. Nicht jeder hätte die Wohnung genommen, in der es nie richtig hell wurde. Für Julie Price allerdings war sie genau richtig. Hier fühlte sie sich ungestört, hier gab es niemanden, der ihr Fragen stellte, und die übrigen Hausbewohner bekam sie kaum zu Gesicht. Sie schloss die Tür auf. Es war wie immer. Zuerst blieb sie auf der Schwelle stehen und sah aus, als würde sie wittern. Sie blickte in das graue Dunkel vor sich und war wenig später davon überzeugt, dass in der Wohnung niemand auf sie wartete. Sie huschte in den kleinen Flur, schloss die Tür und betrat den Raum, der ihr so lieb und teuer war. Es war zudem das größte Zimmer. Auch hier brannte kein Licht. 2 Fenster waren zu sehen, hinter denen Schächte zu erkennen waren. Dann machte sie Licht. Es breitete sich im gesamten Raum aus und glitt auch über die Bilder hinweg, die an den Wänden hingen. Es waren Katzenbilder, Fotos, Katzen der unterschiedlichsten Art, kleine und größere. Mal getigert, mal nur schwarz. Auch Katzen mit verschiedenen Fellfarben waren dabei und sie alle hatten ihre Blicke nach vorn gerichtet. Ihre Augen gaben einen entsprechenden Glanz ab und manche erinnerten auch an kleine Spiegelscherben. Die Haltung der Tiere konnte man nicht als lieb bezeichnen. Sie wirkten wie auf dem Sprung, aus verschiedenen Positionen hervor, als wollten sie dem Betrachter mitten ins Gesicht springen. Aber die Bilder waren nur Dekoration. Was wirklich zählte, war die Katze in der Mitte des Raumes. Sie stand auf einer schlanken Säule, die einem normalen Menschen bis zum Bauch reichte. Ein sehr schlanker, glatter, leicht glänzender, haarloser Körper. Den Kopf gereckt, hockte sie auf ihren Hinterbeinen, das Gesicht der Tür zugedreht. Jeder, der eintrat, musste sie sehen. Und besonders die Augen, die geheimnisvoll schimmerten und dabei ein Licht wiederzuspiegeln schienen, das nicht von außen kam, sondern sich von innen her ausgebreitet hatte. Julie Price ging noch 2 Schritte. Dann hielt sie an. Sie kannte das Ritual, denn sie zelebrierte es immer, wenn sie in ihre Wohnung zurückkehrte. Das Ritual musste einfach sein, auch die leichte Verbeugung. Einige Sekunden der Ruhe gönnte sie sich noch, bis sie auf die Statue zuging und beide Hände um sie legte. Die Katze war das Wichtigste in ihrem Leben. Sie war ein Wunder, eine magische Kreatur. Und sie stammte nicht aus dem westlichen Kulturkreis, sondern aus Ägypten. Von dort hatte Julie die Trophäe mitgebracht und sie wusste genau, wie wertvoll sie war. Es gab nur wenige Statuen, die der Katzengöttin Bastet geweiht waren. Bei dieser hier war es der Fall. Ihr Alter war nur zu schätzen, aber sie ging von einigen 1000 Jahren aus. Und sie wusste, dass sich fremde Kräfte dieser Statue bemächtigt hatten. Julie hatte sogar den Kommentar gehört, dass diese Katze noch älter sein sollte und schon zu atlantischer Zeit verehrt worden war. Ob das stimmte, wusste sie nicht, sie wollte es aber nicht ausschließen. Es tat ihr mehr als gut, die Hände um die schlanke Gestalt legen zu können. Beim Anfassen hatte sich der Körper noch kalt angefühlt, wenig später änderte sich dies. Die Berührung schien so etwas wie eine Heizung innerhalb der Figur eingeschaltet zu haben. Die Wärme blieb nicht auf den Körper beschränkt, sie breitete sich aus und erfasste zuerst die Hände der Frau. Ein Lächeln huschte über Julies Lippen. Sie rührte sich nicht vom Fleck, hielt den Kopf leicht gesenkt, ebenso den Blick, mit dem sie in die Augen der Katze schaute. Diese Augen waren etwas Besonderes. Sie waren voller Kraft. Sie schimmerten mal grün, mal in einem kalten Gelb und auch in einer Mischfarbe. Sie waren einfach einmalig und bildeten so etwas wie die Seele der Katze, als hätte ihr die uralte Katzengöttin Bastet einen Teil ihrer Macht überlassen, die durchaus auch auf Menschen übertragen werden konnte. Julie blieb stehen. Sie spürte die Kraft der anderen, wie diese sie erfasste. Es war wie ein Rieseln, das von den Fingern aus durch ihren Körper strömte und sie veränderte. Julie dachte daran, dass sie das Blut getrunken hatte. So war eine Basis geschaffen worden, auf der sie aufbauen konnte, und sie erlebte, dass die Katzenfigur dieses Opfer annahm. Es entstand zwischen ihnen eine wunderbare Verbindung. Julie erhielt etwas zurück, das sie stark machte. Sie hatte den Eindruck, sich zu verändern, zu einer anderen zu werden, obwohl sie äußerlich gleich blieb. Und doch konnte sie diesen Schritt gehen. Sie erlebte so etwas wie ein Wunder, das sie nicht hätte beschreiben können, denn sie fühlte sich plötzlich wie eine andere und gar nicht mal fremde Person. Sie fühlte sich wohl in ihrer Haut, viel wohler als sonst. Und ihr war klar geworden, dass sie mit dem letzten Bluttrank ihr Ziel erreicht hatte. Sie ließ die Figur los, ohne jedoch den Blick von ihrem Gesicht zu nehmen. Die Augen gaben noch immer diesen ungewöhnlichen Glanz ab, dem sie sich nicht entzog. Sie sah weiterhin in das Augenpaar, als wollte sie die Kraft in sich aufsaugen, die von seinen Blicken ausging. Es war etwas Besonderes. Es stammte aus einer anderen Zeit, in der es ebenfalls sein großes Wissen gegeben hatte. Viele Menschen waren zu Bewunderern der Katzengöttin geworden. Sie hatten sie angebetet. Sie hatten mit ihr gehofft und auch gelitten. Sie hatten sie angefleht, von ihr erhört zu werden, doch nicht jedem war es gelungen, ihre Gunst zu erlangen. Bei Julie Price war es der Fall. Bei ihr hatte es eine Kraftübertragung gegeben und nur darauf hatte sie gewartet. Jetzt war sie perfekt und würde im Namen der Katzengöttin handeln. Sie war bereit, ihre Aufgabe zu erfüllen, und sie würde schon am folgenden Abend damit beginnen. Sie wollte Zeichen setzen, die die Menschen nicht übersehen konnten, und sie fürchtete sich nicht davor. Einen letzten Blick warf sie in die Augen der Statue. Sie hatten sich von der Farbe her nicht verändert, schienen jetzt aber nur noch in ihrem Inneren zu glühen, ohne dass sich darin eine rötliche Farbe gezeigt hätte. Es war eine wichtige Botschaft, die Julie Price nicht vergaß. »Ja«, flüsterte sie, »ja, es soll alles so geschehen, wie du es dir vorgestellt hast. Ich bin jetzt bereit. Bereit für dich und auch für das andere und Neue.« Sie ließ ihre Worte ausklingen, verbeugte sich vor der Statue und betrat das Nebenzimmer, das kleiner war als der Raum, in dem sie sich zuvor aufgehalten hatte. Hier schaltete sie ebenfalls das Licht ein. Auch hier gab es ein Fenster, und es war völlig verhängt. So fiel das Licht auf ein dunkles Rollo und auf graue Wände, an denen kein Bild hing. Die Einrichtung des Zimmers war spartanisch. Es gab nur einen Schrank und ein Bett mit schwarzer Plüschdecke, über die Julie mit der Hand strich. Es fühlte sich an wie das Fell einer Katze. Sie lächelte. Danach öffnete sie den Schrank und begann mit ihren Vorbereitungen für die nächste Zeit. Mary Slater hatte uns verlassen. Glenda Perkins hatte ihr einen Wagen besorgt, dessen Fahrer sie zurück in ihre Wohnung brachte. Dann kehrte Glenda wieder zurück in unser Büro. Dort dachten Suko und ich über den Besuch der Frau nach. Wir versuchten auch, sie einzustufen und waren beide der Meinung, dass sie uns nicht angelogen hatte oder sich wichtig machen wollte. Glenda hatte auch die Telefonnummer des Zoos herausgesucht. Dort würde man uns sicher weiterhelfen können. Glenda trug ihre Bedenken vor. Hoffentlich erinnert man sich noch an diese Frau. Bestimmt. Ich war da sehr optimistisch. Obwohl es eigentlich ein Widersinn war, dass es in einem Zoo, in dem man sich um Tiere kümmerte, Menschen gab, die ihre Schützlinge nicht nur liebten, sondern auch quälten. Das musste meiner Ansicht nach einen Hintergrund haben, und ihn zu erfahren war schon die halbe Miete. Erstmal musste ich Glück mit meinem Anruf haben. Es meldete sich eine freundliche und auch fröhlich klingende Frauenstimme, die allerdings um einige Nuancen tiefer sackte, als sie hörte, dass sie von einem Yardman angerufen wurde. »Bitte, Sir, Sie wünschen?« »Es ist ganz einfach. Können Sie mich mit der Personalabteilung verbinden, bitte?« »Ja, das ist möglich. Möchten Sie da eine bestimmte Person sprechen, Sir?« »Jemanden, der für die Einstellung der Mitarbeiter zuständig ist. Das ist alles. Ich werde Sie verbinden.« Glenda und Suko hörten mit. Ihren Gesichtern war abzulesen, dass auch sie auf Optimismus setzten. Es dauerte schon eine Weile, bis die Verbindung geklappt hatte. Dann meldete sich ein Mann mit dem Namen Malisch. Ich stellte mich wieder vor und erzählte dann, um was es mir bei diesem Anruf ging. »Oh, Julie Price. Genau sie. Da haben Sie uns an einer schwachen Stelle erwischt, Mr. Sinclair.« »Wieso?« »Sagen wir mal so, man kann ja für keinen Menschen die Hand ins Feuer legen. Nur gehen wir davon aus, dass die Menschen, die bei uns einen Job haben wollen, zu Tieren ein besonders gutes Verhältnis haben oder haben sollten.« »Ich verstehe. Das war bei Julie Price nicht der Fall.« »Es ist mir zwar peinlich, aber das muss ich Ihnen leider bestätigen.« »Können Sie mir das genauer erklären?« Mr. Malisch dachte nach. Allmählich nur und immer wieder von einem Räuspern unterbrochen, rückte er mit der Geschichte heraus. So erfuhren wir, dass Julie Price im großen Bereich der Kleinkatzen eingesetzt worden war. Eine Weile hatte das geklappt, dann aber waren die ersten beiden Katzen tot aufgefunden worden. Sie waren nicht auf eine normale Art und Weise ums Leben gekommen, sondern durch eine Waffe, die bei ihnen tiefe Wunden hinterlassen hatte. Die Körper waren ausgeblutet. Wenig später war Julie Price überführt worden, als sie dabei war, Blut aus den Katzenwunden zu trinken. Diese Tatsache hatte man nicht auf sich beruhen lassen, und so war Julie Price wegen Tierquälerei angeklagt worden und hatte auch ihre verdiente Strafe erhalten. Mehr kann ich Ihnen wirklich nicht sagen, Mr. Sinclair. Die Verbindung ist natürlich abgebrochen. Das kann ich mir denken. Und weshalb interessieren Sie sich für Julie Price? Die Wahrheit wollte ich ihm nicht sagen, sondern sprach von einer wichtigen Zeugin in einem wichtigen Fall. Damit musste er sich zufrieden geben, bevor er meine letzte Frage hörte. Sie wissen nicht zufällig, was Ihre ehemalige Mitarbeiterin jetzt beruflich macht oder wo sie wohnt. Nein, wie kommen Sie darauf? Es hätte ja sein können, dass... Auf keinen Fall, Mr. Sinclair. Ich weiß da nichts. Aber ich kann mich mal bei den Mitarbeitern umhören. Vielleicht hat die eine oder andere Kollegin etwas von ihr gehört. Danke, das würde uns freuen. Ich gab ihm die Nummer, unter der ich zu erreichen war, und wir richteten uns auf eine Wartezeit ein, an deren Ende hoffentlich ein Erfolg stand. Glenda Perkins schaute mich skeptisch an. »Na, was denkst du? Haben wir eine Chance?« »Keine Ahnung. Es ist immerhin ein Hoffnungsschimmer. Ich will nicht hoffen, dass sie spurlos untergetaucht ist.« Glenda hob die Schultern. Sie verschwand in ihrem Büro, um Kaffee zu holen, und ich hörte das leise Klappern von Geschirr. Suko fragte, »Kannst du dir vorstellen, dass es einen Hintergrund gibt? Einen magischen, meine ich? Katzenmagie?« »Ja.« »Bastet?« Suko nickte. »An sie habe ich auch schon gedacht. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir es mit ihrer alten ägyptischen Magie zu tun bekämen.« »Ja, das sollten wir nicht aus den Augen lassen.« Glenda kam mit dem Kaffee. Sie hatte auch eine Tasse für sich mitgebracht. Ich bedankte mich, gönnte mir die ersten Schlucke und hoffte, bald einen Anruf zu bekommen, der uns weiterbrachte. Glenda sinnierte über das Blut der Katzen nach. Sie fragte sich, ob es für Julie Price ebenso wichtig war, wie das Blut eines Menschen für einen Vampir. »Da muss ich passen«, gab ich zu. »Aber wir haben es nicht mit einer neuen Art von Vampirismus zu tun?« »Keine Ahnung. In gewisser Weise allerdings schon. Du weißt ja selbst, wie variantenreich die dämonische Seite ist.« Das Läuten des Telefons unterbrach mich. Jetzt kam es darauf an, ob wir mit unserer Vermutung richtig lagen. Es war Malisch, der sich zurückmeldete. »Hallo, Mr. Sinclair. Ich habe mich mal umgehört und kann Ihnen eine positive Nachricht melden, glaube ich.« »Aha, ich bin gespannt.« »Ich habe tatsächlich eine Mitarbeiterin gefunden, die sich mit Julie Price gut verstanden hat. Sie hat von ihr erfahren, dass sie Arbeit in einem Tierheim bekommen hat.« Mir stieg das Blut in den Kopf. »Was?« »Ja, Sir. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wieso das möglich war. Aber es gibt wohl Personalmangel und da schaut man nicht so genau hin. Außerdem werden die Mitarbeiter in einem Tierheim weniger gut bezahlt. Da ist man wohl froh über jeden, der kommt.« »Können Sie mir auch sagen, wo wir das Tierheim finden?« »Vielleicht.« »Wieso das?« »Meine Mitarbeiterin sprach von einem Heim in Rotherhithe, war sich aber nicht sicher.« »Das lässt sich herausfinden.« »Denke ich auch, Mr. Sinclair.« »Jedenfalls bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Bemühungen. Sie haben uns wirklich geholfen.« »Da bin ich aber froh, und ich hoffe nicht, dass diese Person sich wieder so schrecklich benommen hat.« »Wir werden sehen. Noch einen schönen Tag.« »Ja, Ihnen auch.« Wir schauten uns an, hingen unseren Gedanken nach und Suko sprach den Namen Rotherhithe aus. »Liegt auf der anderen Seite der Themse«, sagte ich. »Ist mir bekannt für seine Docks und Werften.« Ich zuckte mit den Schultern. »Weniger für Tierheime.« Glenda schnippte mit den Fingern. »Ich werde mal mein zweites Gedächtnis aktivieren und schaue nach.« Mit dem zweiten Gedächtnis meinte sie ihren Computer. Falls es ein Tierheim in diesem Stadtteil geben würde, hinderte uns nichts daran, dorthin zu fahren. Wenig später hörten wir aus dem Vorzimmer einen Laut, der wie ein leichter Jubelruf klang. Als wir es betraten, drehte sich Glenda uns zu. »Glück gehabt, es gibt in Rotherhithe tatsächlich ein Tierheim. Es liegt nahe des Ecological Park, an einem kleinen Kunstsee. Schaut selbst.« Das Tierheim hatte seine eigene Website, mit der es warb. Der Text und auch die Bilder machten einen seriösen Eindruck auf uns. Doch das hatte nicht viel zu sagen. Wie oft hatten wir hinter diesen tollen Fassaden schon den großen Sumpf entdeckt. »Und? Fahrt ihr hin?« Als hätten wir uns abgesprochen, schauten Suko und ich zum Fenster hin. Draußen war der Tag schon weit fortgeschritten. Aber bis zum Einbruch der Dunkelheit würde es noch dauern. Da hatten wir schon noch Zeit genug, um uns auf dem Gelände umzuschauen. »Wann wollt ihr fahren?« »Sofort«, erwiderte ich und lächelte. Katzen habe ich schon immer gern gemocht. »Stimmt, besonders die Zweibeinigen. Du sagst es, Glenda.« Julie Price stand vor dem offenen Schrank und schaute hinein. Sie wusste genau, was sie wollte. Die Zeit war reif. In ihr pulsierte etwas, dem sie sich nicht entziehen konnte. Sie fühlte sich so anders und wollte irgendwo hin, wo es ihr besser ging und wo sie alle Chancen hatte, sich ausleben zu können. Das Fächermesser legte sie auf das Bett. Dann schlüpfte sie aus ihrer Kleidung, bis sie nackt vor dem Schrank stand. Obwohl in einer Tür ein Spiegel eingebaut war, gönnte sie ihm keinen Blick. Sie suchte nach bestimmten Kleidungsstücken, die sie sich schon zurechtgelegt hatte. Sie stieg in einen Slip, der den Namen String verdiente, dann griff sie zu einem BH, und ihre Augen rollten, als sie durch das Fell strich. Es hatte mal einer Katze gehört. Jetzt schmeichelte es Julies Haut. Zwei Handschuhe holte sie ebenfalls hervor. Nur zusammengedrückt sahen sie so aus wie Handschuhe. Tatsächlich aber waren es Stulpen aus dunklem Katzenfell, die über die Hände gestreift bis zu den Ellenbogen hochgezogen werden konnten. Fehlten nur noch die Schuhe. Auch sie holte Julie aus dem Kleiderschrank. Es waren 2 Stiefeletten, die sich um ihre Füße schmiegten. Sie schaute sich im Spiegel an und war mit sich zufrieden, bis auf eine Kleinigkeit. Nochmal griff sie in den Schrank und holte eine schmale Maske hervor, die einen Teil der Stirn und auch die Augenpartie verdeckte, bis auf 2 Löcher, durch die Julie Price schauen konnte. Es lief alles gut, es gab keine Probleme. Sie probierte die Maske aus und fand den Sitz passend, nahm sie wieder ab und griff dann zu einem dunklen Mantel, den sie um ihren halbnackten Körper schlang. Das Fächermesser war zusammengeklappt, es verschwand in der Tasche, wie auch die Maske. Alles lief in ihrem Sinne. In ihrer Wohnung, die für sie so etwas wie eine Höhle war, fühlte sie sich sehr wohl. Und als sie das andere Zimmer betrat, da hatte sie das Gefühl, als würde sie von den Blicken der Statue begrüßt. Neben ihr blieb sie stehen. Sie ließ ihre Hände daran entlang gleiten, in ihren Augen leuchtete es. »Alles wird so eintreten, wie du es dir wünschst«, flüsterte sie. »Du bist nicht vergessen. Mögen auch die großen Zeiten verstrichen sein. Jemand hat mal gesagt, dass die Vergangenheit nie sterben wird. Und ich werde dazu beitragen, dass dies auch so bleibt.« Rick Morelli gehörte zu den Menschen, die im Beruf ihre wahre Erfüllung gefunden hatten. Er arbeitete in einem Tierheim und er konnte sich nicht vorstellen, etwas anderes zu tun. Er war mit seinem Beruf so sehr verwachsen, dass er sogar auf dem Gelände schlief, denn in einem kleinen Anbau hatte er sich eine Wohnung mit 2 Zimmern einrichten dürfen. Dort lebte er mietfrei und war Tag und Nacht erreichbar, was den Verwalter des Tierheims besonders freute. Dabei hätte Rick nie gedacht, dass ihm das Schicksal einmal diese Chance geben würde. Er war praktisch von der Straße gekommen. Einer, der keinen Job hatte, der sich fühlte wie ein vierbeiniger Herumtreiber, um den sich niemand kümmerte. Die Menschen waren ihm auch egal, nur die Tiere nicht. Zu ihnen hatte er eine große Affinität. Er tat für sie, was er konnte, und wenn er heimatlose Katzen oder Hunde fand, brachte er sie in einem Tierheim unter. Man erkannte schnell seine Fähigkeiten. Als Rick Morelli einen Job in einem Tierheim angeboten wurde, da war sein Glück vollkommen. Da hatte er auch wieder den Glauben an die Welt zurückgefunden. Und von diesem Tag an gab es für ihn nur noch seinen Job im Tierheim. Er war einfach nur glücklich. Besser konnte es ihm nicht gehen. Er war der Freund aller Tiere, die hier einsaßen und ihn oft mit traurigen Augen anschauten. Und da gab es noch seine Kollegin, Julie Price. Eine Frau, das schon, aber für ihn war sie einfach ein Wunder. Er hatte nie damit gerechnet, einer derartigen Person einmal so nahe sein zu dürfen. Beide verfolgten die gleichen Interessen. Für sie gab es nur die Tiere, wobei Julie sichtlich mehr den Katzen zugetan war. Morelli hatte sogar erlebt, dass sie heimlich in die Käfige ging, um ganz nah bei ihnen zu sein. Sie war eben verrückt in ihrer Tierliebe, die man schon als extrem bezeichnen konnte. Und selbst Rick Morelli hatte mit diesem Verhalten seine Probleme. Im Gegensatz zu ihm wohnte sie woanders. Sie hatte ihn einmal zu sich eingeladen, aber bisher hatte er nicht die Zeit gefunden und auch nicht die Lust verspürt, sie aufzusuchen. Irgendein schwacher Impuls, den er sich selbst nicht erklären konnte, hatte ihn davon abgehalten. Es gab nur sie als Mitarbeiter, abgesehen vom Chef, der zumeist in seinem Büro hockte und den Job irgendwie als Strafe ansah, denn er war von der Stadt auf diesen Posten verbannt worden, ohne sich dagegen wehren zu können. Jedenfalls ließ der Chef ihn in Ruhe. Und sein Praktikant auch, der hin und wieder vorbeischaute, weil er auch in anderen Tierheimen eingesetzt wurde. Der Tag war bisher ruhig verlaufen, was Rick Morelli sehr recht gewesen war. Er hatte seinem Job störungsfrei nachgehen können, Futter bereitgestellt, Käfige gereinigt und hatte sich am Nachmittag eine kleine Pause gegönnt, die er im Freien auf einer Bank sitzen verbrachte. Rick Morelli war noch ein junger Mensch. 30 Jahre lebte er schon auf dieser Erde. Auf sein Äußeres legte er nicht unbedingt viel Wert. Was die Menschen dachten, interessierte ihn nicht. Und den Tieren war das Aussehen eines Menschen egal. Er hatte sich eine Suppe heiß gemacht, löffelte den Teller leer und wartete darauf, dass er Gesellschaft bekam. Die Zeit war reif, dass seine Kollegin Julie Price ihren Dienst antrat. Sie hatte sogar darauf bestanden, die Nacht über zu bleiben, und dagegen hatte sich Rick natürlich nicht gestemmt. Auch er war in der Nacht immer hier, und ein wenig Abwechslung konnte nicht schaden. Nach dem Essen zündete er sich eine seiner selbst gedrehten Zigaretten an und schaute dem Rauch nach, als er sich zurücklehnte. Das Wetter war umgeschlagen. Ein erster Hauch von Frühling lag über der Stadt. Der Himmel war blank, die Sonne schien, aber gegen Morgen hatten die Temperaturen noch leicht um den Gefrierpunkt herumgeschwankt und sehr hoch waren sie nicht gestiegen. Eine Jacke musste man schon tragen. Das Heim beherbergte nur Hunde und Katzen. Das Gelände lag in einer Art Park. Um die Gebäude herum wuchsen Bäume, die allerdings noch kahl waren. Rick Morelli kannte sich aus. Er wusste genau, wie die Tiere drauf waren, wie sie auf Wetterschwankungen reagierten und manchmal auch aggressiv werden konnten. An diesem Tag war alles normal. Die Tiere genossen den Schein der Sonne, auch wenn er nicht in alle Käfige drang, aber die Wärme verteilte sich schon. Morelli schaute auf seine Uhr. Er lächelte. Lange konnte es nicht mehr dauern, bis seine Kollegin Julie erschien und ihn bei der Arbeit unterstützte. Er stand auf. Dann piepte sein Handy. Aus der Kitteltasche holte er es hervor. Es war sein Chef, der ihm erklärte, dass er Feierabend machen wollte. »Alles klar, Mr. Parker. Ich halte hier die Stellung. Außerdem kommt Julie Price gleich.« »Sehr gut.« »Dann einen schönen Abend noch, Chef. Ach ja, bevor ich es vergesse, hat sich noch ein Besucher angemeldet, der sich für ein Tier interessiert?« »Nein, heute nicht mehr. Die nächsten Termine sind erst übermorgen. Gute Nacht schon mal.« »Ja, bis morgen, Chef.« Morelli dachte, dass das Gespräch beendet war, aber Parker wollte noch etwas sagen. »Sie haben vorhin Julie Price erwähnt. Ist Ihnen vielleicht an ihr etwas aufgefallen in der letzten Zeit?« Die Frage überraschte den Pfleger. Er musste lachen, und es klang alles andere als echt. »Sorry, ich weiß nicht so recht, was Sie damit meinen. Kann ich Ihnen auch nicht so richtig sagen. Sie hat sich ziemlich komisch verhalten.« Rick strich durch seine langen Haare. »Wie, kommen Sie denn darauf?« »Kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich hatte jedenfalls den Eindruck, als wäre Ihr Verhalten anders geworden und als hätte sich der Blick Ihrer Augen verändert.« »Und wieso?« »Katzenhafter. Ja, Rick, meiner Ansicht nach ist er katzenhafter geworden und auch Ihre Bewegungen haben sich verändert, aber das kann ich mir auch nur eingebildet haben. Ich wollte es Ihnen nur mitteilen.« »Gut, Mr. Parker, aber mir ist nichts an Julie Price aufgefallen.« »Macht nichts, bis morgen dann.« »Ja, bis morgen.« Der Pfleger blieb bewegungslos auf seiner Bank sitzen. Was sein Chef ihm da gesagt hatte, konnte er nicht nachvollziehen. Seine Kollegin war wie immer gewesen, ihm war keine Veränderung aufgefallen. Okay, sie war schon eine komische Person, was sich auf ihre übertriebene Tierliebe bezog, aber damit konnte er leben, denn auch er fiel aus der Norm. Sein Chef war verschwunden. Im Moment hatte er das Sagen, und dieses Gefühl war für ihn wunderbar. Er genoss es. Das hätte er sich vor einem Jahr nicht vorstellen können. Da war sein Leben alles andere als lebenswert gewesen. Er wollte seine Runde drehen und ging davon aus, dass er seine Kollegin treffen würde. Die Katzen und Hunde waren in verschiedenen Häusern untergebracht, die sich gegenüberlagen. Dazwischen befand sich ein Weg, und an der Rückseite der Häuser waren die Gehege angebracht worden, damit die Tiere Freilauf hatten. Da die Temperaturen gestiegen waren, konnten die Türen geöffnet werden, um die Tiere ins Freie zu entlassen. Jetzt liefen sie unter freiem Himmel, freuten sich, was auch am Bellen der Hunde zu hören war, denn sie hatten ihren Spaß. Rick Morelli wollte sich zuerst das Katzenhaus vornehmen. Er dachte daran, dass sich seine Kollegin Julie verspätet hatte, was bei ihr selten vorkam. Morelli öffnete die Tür zum Katzenhaus. Da unter der Decke das Licht brannte, hatte er alles gut im Blick. Der Gang war leer. An der linken Seite befanden sich die Käfige für die Katzen. Er selbst mochte das Wort Käfig nicht. Für ihn waren es Zimmer, die die Tiere bewohnten. Die Klappen, durch die die Katzen an der Rückseite ins Freigehege gelangten, standen jetzt offen. So kam es zu einem stetigen Huschen ins Freie und umgekehrt. Und es gab das größte Katzenzimmer, durch das man allerdings nicht ins Freie gelangte. Es war mehr eine Landschaft, die jemand hier geschaffen hatte. Es gab Hügel, auch ein paar Äste und Hindernisse, über die die Katzen klettern konnten. In den kleinen Häusern konnten sie sich verstecken, und Wasser war auch genügend vorhanden. Auch diese für die Katzen angenehme Umgebung war durch eine vergitterte Tür zu erreichen, die allerdings einen freien Blick zuließ. Den genoss auch Rick Morelli. Dann aber stockte ihm der Atem. Er konnte nicht fassen, was er da zu sehen bekam. Die Katzen hatten Besuch bekommen, und zwar von einem Menschen. Julie Price war bei ihnen, das war nicht mal unnormal, doch als Rick sah, wie seine Kollegin aussah, verschlug es ihm die Sprache. Nie hatte er Julie Price in dieser Aufmachung gesehen. Sie war nicht nackt, aber sie wirkte beinahe so. Sie trug Stiefeletten und ihre Brüste wurden von einem BH aus Fell verdeckt. Hinzu kamen die Stulpen und die schwarze Halbmaske vor den Augen, die farblich im krassen Gegensatz zu den roten Haaren stand. Auch nach einigen Sekunden zeigte Rick Morelli keine Reaktion. Die überließ er seiner Kollegin, denn sie verhielt sich seiner Meinung nach nicht normal. Sie bewegte sich halbnackt durch den großen Käfig und sie ging dabei nicht aufrecht, sondern lief auf Händen und Füßen, ohne einen Laut von sich zu geben. Julie ahmte eine Katze nach, zumindest in ihren Bewegungen, und die waren so geschmeidig, dass sie durchaus mit denen einer normalen Katze zu vergleichen waren. Rick Morelli verstand die Welt nicht mehr. Er wollte etwas sagen und Julie ansprechen, doch die Stimme versagte ihm. Und so konnte er nur staunend die Kollegin anstarren, die sich zwischen den Katzen bewegte, als wäre sie eine von ihnen. Manchmal schnappte sie sich ein Tier, küsste es und legte es dann auf ihren Rücken, von wo die Katze sofort verschwand und sich wieder zu ihren Artgenossen gesellte. Er schüttelte den Kopf. So etwas hatte er noch nie gesehen. Doch ein Lachen blieb ihm im Hals stecken. Er wunderte sich nicht nur über das Verhalten seiner Kollegin, sondern auch über das der Katzen, die Julie aus dem Weg zu gehen schienen. Neben einem grauen, schief liegenden Baumstumpf blieb Julie Price hocken. Sie schaute nach vorn. Sie musste den Kollegen sehen, sah ihn auch, doch sie reagierte nicht darauf. Ihre Blicke trafen sich. Jetzt bemerkte Rick die Veränderung in den Augen, die ganz anders schimmerten. Er fasste sich ein Herz und sprach sie an. »Bitte, Julie, was ist mit dir? Was hast du vor?« Sie hob den Kopf und lachte. Es hörte sich an wie ein leises Fauchen, was Rick schon irritierte. Er gab sich trotzdem normal, grinste, nickte ihr zu und sagte, »Toll, dass du da bist. Der Chef ist schon gegangen. Jetzt haben wir die Verantwortung übernommen.« »Das weiß ich, Rick.« »Gut.« Er hob verlegen die Schultern. »Ich denke, dass wir besprechen sollten, wie es in den nächsten Stunden weitergeht. Teilen wir uns den Job wieder auf? Du kümmerst dich um die Katzen, ich werde mir die Hunde vornehmen.« Mit einer ruckartigen Bewegung stellte sich Julie hin. Rick Morelli sah sie jetzt in ihrer vollen Größe. So hatte er ihren Körper noch nie anschauen dürfen. Es machte ihr nichts aus, und eigentlich hätte es ihn anmachen müssen, doch das war nicht der Fall. Sein Misstrauen blieb, denn alles, was seine Kollegin tat, war nicht normal. Sie hatte sich sonst ihm gegenüber nie auf diese Art und Weise gezeigt. Es hatte auch keinen Grund für diese Veränderung gegeben, aber für sie persönlich musste einer vorhanden sein, und das gefiel ihm nicht. Er spürte die Gänsehaut, die sich auf seinen Armen ausbreitete und auch den Rücken nicht ausließ. Normalerweise hätte er sich gefreut, sie auf sich zukommen zu sehen, besonders in dieser Aufmachung. Doch jetzt war ihm schon komisch zumute. Beide trennte ein Gitter. Es war eigentlich mehr ein grobmaschiger Zaun, aber die Lücken waren nicht so groß, als dass sich eine Katze hätte hindurchzwingen können. Die Tiere blieben zurück, auch ihr Verhalten störte ihn. Sie wirkten ängstlich und hielten sich im Hintergrund des Käfigs nah beieinander auf. Vor dem Gitter blieb Julie stehen. Rick wusste, dass er das Schweigen brechen musste. Er suchte noch nach den richtigen Worten, räusperte sich, schüttelte den Kopf und krächzte schließlich, »Was soll das?« Die Augen in den Öffnungen der Maske funkelten. »Bist du überrascht?« »Ja, das bin ich.« »Warum?« Jetzt musste er lachen. »Wie kann man nur so herumlaufen? Da kannst du schon in einem Porno mitspielen.« »Ach, gefalle ich dir nicht?« Er zuckte mit den Schultern. »Weiß nicht.« Sie warf ihm eine Kusshand zu. »Du hast dir doch bestimmt vorgestellt, mich mal so oder ganz nackt zu sehen. Und jetzt kann ich dir sagen, dass ich mich hier auslebe. Ich fühle mich geborgen. Die Katzen sind etwas Wunderbares, denn sie geben mir genau das, was ich benötige und wofür ich lebe.« Rick Morelli kam auch jetzt nicht mit diesen Aussagen zurecht. »Was ist es denn?« »Blut«, erwiderte sie. Der Pfleger zuckte zurück. Er glaubte, sich verhört zu haben. »Wieso Blut?« »Ja, ihr Blut.« Nochmal hakte er nach. »Das der Katzen?« »Richtig.« Rick hielt den Mund. Er hatte alles verstanden, doch er wollte nicht mehr sagen, weil er befürchtete, dass etwas Falsches über seine Lippen kam. denn allmählich jagte Julie Price ihm Angst ein. Das war nicht mehr die Kollegin, die er kannte. Sie hatte sich völlig verändert. Und du darfst zuschauen, mein Freund. Morelli zuckte leicht zusammen, als sie ihn ansprach. Wobei denn? Wenn ich mich labe. Es war vornehm ausgedrückt. Trotzdem wusste Rick, was damit gemeint war. Sie würde sich nicht an Wasser laben, sondern an Blut. Er konnte sich damit nicht anfreunden und fragte mit leiser Stimme, »Du machst doch Scherze, wie?« »Warum sollte ich?« Ricks Blick wurde starr. Im Moment fiel ihm keine Antwort ein. Er dachte darüber nach, dass ein Mensch kein Blut trank. Nein, nicht Menschen, das taten nur Vampire. Aber er wusste auch, dass es keine Vampire gab. Er hob die Schultern. »Weiß nicht.« »Was weißt du nicht?« »Ob das alles so stimmt, ich kann es nicht begreifen.« »Das glaube ich dir sogar, Rick. Aber ich kann dir schwören, dass es stimmt.« Sie lächelte breit. »Und du wirst Zeuge einer wunderbaren Sache sein. Du wirst mich so erleben, wie ich mich schon immer habe sehen wollen. Jetzt ist die Zeit reif.« Sie bewegte ihren rechten Arm und brachte die Hand hinter ihren Rücken, als wollte sie dort den Verschluss des BHs öffnen. Das tat sie nicht. Sie holte dort nur etwas hervor. Es war ein schmaler Gegenstand, der dort zwischen BH und Haut festgeklemmt gewesen war. Aber er wusste im ersten Moment nicht, was er damit anfangen sollte. »Was hast du da?« »Einen Fächer.« »Und weiter?« Sie lachte. »Sieh mir zu.« Eine zuckende Handbewegung war zu sehen, und plötzlich wurde aus dem schmalen Gegenstand ein Fächer, der sich aus 5 scharfen Messern zusammensetzte, die in Augenhöhe des Mannes schimmerten. Der Anblick trieb den Pfleger einen Schritt zurück. Plötzlich fiel ihm das Atmen schwer. Bisher hatte er den Ernst der Lage noch nicht ganz begriffen. Das sah jedoch jetzt anders aus. Nun wusste er, dass seine Kollegin ein bizarres Spiel mit ihm trieb. Er merkte, dass ihm der Schweiß aus den Poren drang. Sogar auf dem Kopf fing er an zu schwitzen. »Blut?« flüsterte er. »Ja, du hast dich nicht verhört. Ich brauche es, verstehst du?« »Nein, das verstehe ich nicht.« »Dann wirst du es gleich erleben. Ich will werden wie die Göttin. Ich habe ihren Ruf vernommen. Ich muss ihr folgen, und ich werde ihr folgen.« Rick Morelli konnte nicht mehr sprechen. Zu viel war auf ihn eingestürmt. Seine Knie gaben nach. Er klammerte sich am Draht der Gittertür fest, und über seine Lippen drang nur ein Satz. »Du bist wahnsinnig geworden.« »Kann sein, dass du so etwas denkst. Ich aber fühle mich anders. Das ist kein Wahnsinn, der in mir steckt. Es ist meine neue Identität, die ich mir holen werde. Ich muss sie haben. Ich werde sie bekommen. Ich werde der Göttin ein Vorbild sein.« Mehr sagte sie nicht. Mit einer raschen Bewegung machte sie kehrt und drehte Rick Morelli den Rücken zu. Sie ging nicht ziellos, sondern hatte sich schon ein Ziel ausgesucht. Das waren die Katzen, die etwas zu ahnen oder zu spüren schienen und sich in eine Ecke zurückgezogen hatten. Dort drängten sie sich aneinander, als könnte es ihnen nur so gelingen, ihrem Schicksal zu entgehen. Julie Price bewegte locker ihre rechte Hand. Die 5 Messer des Fächers schimmerten. Einige der Lichtreflexe fielen auch über die Körper der Katzen, was für sie so etwas wie eine Warnung zu sein schien, denn der Pulk löste sich plötzlich auf. Die Katzen flohen und Julie lachte, bevor sie sagte, »Die Jagd hat begonnen, meine Lieben. Blut. Ich will euer Blut.« Es war alles andere als eine kurze Strecke, die wir zu fahren hatten. Wir mussten auf die andere Seite der Themse. Dazu nahmen wir die London Bridge, um auf die Tolley Street zu gelangen, die später zur Jamaica Road wurde und durch das Nordende des Southwark Park führte. Dann erreichten wir den nördlichen Teil von Rotherhithe, den die Themse in einer Kurve umfloss. In einem Wirrwarr kleiner Straßen drohten wir den Überblick zu verlieren, aber unser Navi half, und wir kamen dem Ziel näher, das am Ecological Park lag. Eine genaue Adresse war nicht angegeben, aber ich rechnete mit einem Hinweisschild. Es tat gut, das Meer der Häuser und der kleinen Straßen hinter sich zu lassen. Bis zum Wasser selbst mussten wir nicht. Der Fluss war nur zu riechen, und wir entdeckten auch die Hinweisschilder auf einige Werften, von denen wieder ein paar mehr in Betrieb genommen worden waren, denn die Lage der Wirtschaft hatte sich verbessert. Der Park lud bei diesem Wetter zum Spazierengehen ein, doch das hatten wir nicht vor. Wir mussten das Tierheim suchen und fanden auch einen schmalen Weg, der allerdings in den Wald führte. An seinem Ende sahen wir tatsächlich einen Bau aus graubraunen Ziegeln. Wir hätten eigentlich schon jetzt das Bellen der Hunde hören müssen, aber da war nichts. Wir stellten den Wagen vor dem Haus ab. Die Tiere waren in einem anderen Teil untergebracht, der jenseits der Tür lag und mehr aussah wie ein Bürotrakt. Wir klingelten. Kein Hund kläffte, aber es erschien auch niemand, der uns die Tür geöffnet hätte. So blieben wir erstmal stehen. Suko schaute mich an und fragte nur, »Lea?« Ich musste lachen. »Das glaube ich nicht, auch wenn wir nichts hören. Komisch ist das schon, da sagst du was. Und jetzt?« Ich nickte ihm zu. »Wahrscheinlich habe ich den gleichen Gedanken wie du. Wir werden mal schauen, ob wir den Bau von einer anderen Seite betreten können.« Suko hatte nichts dagegen einzuwenden, und wir mussten uns in die Büsche schlagen. Der Wald wuchs bis dicht an die Bauten heran, die ein Flachdach aufwiesen. Es waren zwei, die im rechten Winkel zueinander standen, und erst jetzt sahen wir ein Freigelände, in dem die Hunde Auslauf hatten. Es wurde durch einen hohen Zaun gesichert, den auch die größten Tiere nicht überspringen konnten. Wenn sie wollten, konnten sie zurück in ihre Käfige oder Räume, denn es gab zahlreiche Hintertüren innerhalb der Hauswand, die nicht geschlossen waren. Obwohl wir uns nicht abgesprochen hatten, blieben wir stehen und schauten uns die Hunde an. Wir zählten sie nicht, erkannten nur, dass es unterschiedliche Rassen waren. Sie vertrugen sich, sie bellten auch nicht. Sie verhielten sich unnormal ruhig und rannten auch nicht durch das Gelände. Es war schon ein seltsames Verhalten, das die Tiere an den Tag legten. Obwohl wir nicht eben zu den Hundekennern gehörten, fiel uns die merkwürdige Ruhe der Tiere auf, die alle ziemlich dicht beisammen standen, als würden sie eine Gefahr wittern. Jetzt sag nicht schon, dass hier alles in Ordnung ist. Ich werde mich hüten. Und was ist dein Eindruck? Die Hunde benehmen sich seltsam. Sie sind scheu, ja sogar ängstlich. Stimmt, ich frage mich nur, wovor sie Angst haben. Zu sehen ist jedenfalls nichts. Das traf alles zu. Wir sahen jedoch auch, dass die Tiere zu uns keinen Kontakt haben wollten, sonst wären sie schon längst zu uns gekommen und hätten sich uns angebiedert, wie man das von Tierheimen her ja kennt. Sie reagierten anders, eingeschüchtert. Es bringt nichts, wenn wir hier stehen bleiben und uns die Köpfe zerbrechen, Suko. Wir müssen ins Tierheim. Wollte ich soeben vorschlagen. Willst du über den Zaun klettern? Nein, wir versuchen es mal an der Vorderseite. Ganz offiziell. Damit wirst du kein Glück haben. Das dachte ich auch, aber wir konnten nicht einfach eine Scheibe einschlagen, um in das Haus zu gelangen. Es gab einen normalen Eingang, es gab auch einen Klingelknopf, den ich drückte. Im Inneren des Hauses war ein schriller Laut zu hören. Mehr passierte nicht, denn niemand erschien, um uns zu öffnen. Pech, kommentierte ich und schielte dabei auf Suko, der nur kurz grinste. Er wusste genau, was mein Blick bedeutete und handelte entsprechend. Er griff in seine Seitentasche und holte ein schmales Etui aus sehr weichem Leder hervor. Es ließ sich aufklappen, und wir beide sahen etwas blitzen. Es war ein Besteck, nur keines, mit dem man ein Essen zu sich nahm. Suko benötigte es für etwas anderes. Ich trat zurück und gab ihm die Chance, mir seine Künste vorzuführen. Dabei ging er leicht in die Knie, weil er sich das Schloss aus der Nähe anschauen wollte. Es war kein besonderes, völlig normal. Außerdem zogen Tierheime Einbrecher nicht eben an. Suko richtete sich wieder auf, und das schon nach nicht mal einer halben Minute. »Und?« fragte ich. »Alles okay, wir können.« Darauf hatte ich nur gewartet. Aber in meinem Inneren hatte sich ein ungutes Gefühl breit gemacht. Es sah zwar alles recht harmlos aus, oft genug jedoch verbargen sich gerade hinter so einem Bild Tod und Verderben. Rick Morelli wusste nicht, wann er zum letzten Mal in seinem Leben gebetet hatte. An diesem Tag tat er das, und er faltete seine Hände, ohne dass es ihm richtig bewusst wurde. Er sprach die Worte, die ihm durch den Kopf gingen, nicht laut aus, behielt sie für sich und hoffte, das Richtige zu tun. Oh ja, er hätte auch die Gittertür öffnen und das Gelände betreten können. Doch das traute er sich nicht. Dass der Mensch schlimmer ist als ein Tier, wusste er. Das gehörte auch zu seinen Lebensweisheiten. In diesem Fall wurde es ihm wieder einmal bestätigt. Er fürchtete sich nicht vor den Katzen, sondern vor der Person, die er mal als seine Freundin angesehen hatte, als eine vertraute Kollegin, mit der er sich hatte besprechen können, die sich jetzt jedoch in eine mordlüsterne Bestie verwandelt hatte und sogar das Blut der Katzen trinken wollte. Und sie bewegte sich sogar wie eine Katze. Zwar setzte sie nach jedem Schritt die Füße auf, Aber es war kein Laut zu hören. Sie schien über dem Boden zu schweben. Rick Morelli hörte sich selbst laut atmen. Er konnte nicht begreifen, was hier ablief. Er schaffte es nicht, seine Blicke von Julies rechter Hand zu lösen. Beim Gehen schwang sie leicht hin und her. Das Fächermesser, das sie in der Hand hielt, war ausgefahren. So waren auch die leichten Blitze zu sehen, die bei fast jeder Bewegung entstanden. Sie gab sich lässig, denn sie wollte zu den versammelten Katzen ein Vertrauen aufbauen, und das schaffte sie nur, wenn sie die Tiere lockte. »Kommt her, ihr Süßen, kommt zu mir. Wir sind uns so gleich, auch wenn es nicht so aussieht. Ich liebe euch, ja, ich liebe euch alle, denn ich bin wie ihr.« Die Katzen bewegten sich nicht. Ihre Ohren hatten sie hochgestellt. Sie lauschten. Sie hörten die Stimme. Sie vernahmen das Säuseln, das einem Locken glich, aber sie verstanden keine Worte. Julie Price hielt an. Noch einmal warf sie einen Blick in die Runde. Um ihre Lippen zuckte es. Dass man sie beobachtete, störte sie nicht, und plötzlich schnalzte sie mit der Zunge. Es war ein Laut, den auch Rick Morelli mitbekam. Er hatte bisher alles beobachtet und nichts getan. Er wollte aber etwas sagen. Dafür musste er über seinen eigenen Schatten springen. Er hätte auch das Gehege betreten können, doch das traute er sich nicht. Und so blieb er vor dem Gitter stehen und fand endlich den Mut, seine Kollegin anzusprechen. »Hey, Julie, was tust du? Was ist los? Komm zurück! Was hast du mit den Katzen vor?« Sie hatte ihn gehört, und sie drehte den Kopf so, dass sie Rick anschauen konnte. Er hatte Mühe, dem Blick nicht auszuweichen. In diesem Moment wunderte er sich über sich selbst, und so hoffte er, dass er Einfluss auf sie nehmen konnte. Julie wartete ab. Er sah die viele Haut, die wenige Kleidung, und er sah auch, dass sie den Kopf schüttelte. Sie wollte nicht. Sie musste ihren Weg gehen, und dieser Wille stand in den Augen geschrieben. Ihr Blick hatte sich verändert, das musste auch Morelli zugeben, und in diesen Augenblicken wurde ihm klar, dass sie nicht mehr auf seiner Seite stand. Absolut nicht. Wer so schaute, wer so aussah, der hatte dem normalen Leben abgeschworen und war in eine andere Phase eingetreten, die für ihn nicht nachvollziehbar war. Aber sie nickte plötzlich, als wollte sie ihn bestätigen, und sie sprach ihn an. »Du bist raus, Rick. Ich gehe meinen Weg. Ich werde herrschen, das verspreche ich dir. Das Blut der Katzen ist wichtig für mich, sogar sehr wichtig. Ich liebe die Katzen, ich spüre ihre Gedanken. Ich kann nachvollziehen, was sie fühlen. Ich stehe mit ihnen fast auf einer Stufe. Doch ich will noch näher an sie heran und so etwas wie eine Göttin werden. Deshalb muss ich mir das Kostbarste holen, das sie besitzen. Ihr Blut.« Rick Morelli hatte jedes Wort verstanden. Er wusste nur nicht, wie er damit umgehen sollte. Seine Welt war auf den Kopf gestellt worden. Für ihn war alles verrückt. Er kam sich vor wie an ein Rad gefesselt, das sich drehte und von ihm nicht angehalten werden konnte. Dass sich seine Kollegin verändern wollte, das hatte er hingenommen. Das war auch okay. Jeder suchte im Leben nach einer Veränderung, aber nicht auf diese Art und Weise. Julie drehte sich wieder von ihm weg. Er war nicht mehr wichtig für sie. Dafür erklang wieder das Schnalzen, das von einem harten Zungenschlag verursacht wurde. Und jetzt hatte sie Erfolg. Die Katzen verloren ihre Starre. Das Geräusch musste auf sie wie ein Alarmsignal gewirkt haben, denn sie stoben plötzlich auseinander, als hätte jemand einen Knallkörper zwischen sie geworfen, der plötzlich explodiert war. Genau das hatte Julie Price gewollt. Chaos bringen, dabei selbst eiskalt zu sein. Und sie griff zu. Mochten die Katzen auch noch so schnell sein, Julie war schneller. Sie bekam ein Tier zu fassen, rammte dabei die flache Hand in den Nacken und riss die schreiende und mit den Füßen um sich schlagende Katze vom Boden, um sie in der Luft zu halten. Sie drehte das Tier so, dass sie in das Gesicht schauen konnte. Sie hielt es vor sich wie andere Frauen einen Spiegel. Sie sah das kleine, weit geöffnete Maul und lauschte den leicht zaghaft klingenden Schreien, die aus der Katzenkehle drangen. Der Griff war so hart, dass er sogar den Widerstand des Tiers lähmte. Es gab kein Schlagen mit den Pfoten mehr, sondern nur noch leichte Zuckungen. Julie Price hielt die Waffe bereit. Die gekrümmten spitzen Enden der Messer zielten auf den unteren Teil des Körpers, der schutzlos vor ihr lag. Dann schlug sie zu. Ja, es war kein Stechen, sondern mehr ein Schlagen. Und alle 5 Messer trafen. Das spürte die Katze. Sie jaulte auf, dass es einem Menschen in tiefster Seele wehtun konnte, falls er nicht zu abgebrüht war. Aus 5 Wunden quoll Blut hervor. Doch damit gab sich Julie nicht zufrieden. Noch einmal schrie die Katze, aber es war zum Glück ihr letzter Schrei, denn sie musste nicht mehr leiden, als Julie Price den Fächer nach unten zog und damit die 5 Wunden vertiefte, aus denen jetzt durch den Gegendruck das Blut hervorquoll. Julie schrie vor Freude auf und tat das, auf das sie sich schon lange gefreut hatte. Ihre Zunge schnellte aus dem Mund und sie fing damit an, das Blut abzulecken. Es gab einen Zeugen, der alles gesehen hatte, es trotzdem nicht fassen konnte und unter dem, was er sah, stark litt. Er spürte, wie die Angst in ihm hochstieg. Sie war wie ein Druck, der dafür sorgte, dass es seine Kehle einschnürte. Hinter seinen Schläfen hämmerte es, und er war nicht mehr in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Sein ganzer Körper erbebte, wie er es noch nie zuvor erlebt hatte. Seine Knie gaben nach, um nicht zusammenzubrechen, klammerte er sich am Gitter fest. In seinen Ohren rauschte es. Eine innere Stimme befahl ihm, zur Seite zu schauen. Das brachte er nicht fertig. Er konnte es einfach nicht. Er musste nach vorn starren, ob er es wollte oder nicht. Nicht mal in einem Film hatte er eine derartige Szene erlebt, wie sie ihm jetzt präsentiert wurde. Es ging nicht mehr um die anderen Katzen, sondern nur noch um die eine und die Frau, die den toten Körper festhielt und ihren Mund nahe an das Tier herangebracht hatte, um das Blut zu lecken und zu trinken. Sie tat es voll Inbrunst. Es war ihre große Stunde. Es war ihr Genuss, und den ließ sie sich von keinem nehmen. Die anderen Tiere interessierten sie nicht. Sie hatten sich wieder beruhigt und sich in eine Ecke zurückgezogen. Ihre Augen waren auf den Vorgang in der Mitte gerichtet. Der Vorgang lief nicht geräuschlos ab. Was Rick Morelli da hörte, ließ einen Schauer über seinen Rücken laufen, der sich zu einer Gänsehaut verdichtete. Er fasste es nicht. Er liebte die Tiere. Was er hier sah, konnte kein normaler Mensch begreifen. Rick Morelli hatte sich vorgenommen, etwas zu sagen. Einen Versuch zu wagen, Julie Price zur Vernunft zu bringen. Er brachte es nicht fertig. Es war unmöglich. Seine Kehle saß zu, und so schaute er weiterhin zu, was sich vor ihm abspielte. Sie leckte noch immer. Sie war begierig auf jeden Tropfen. Aus 5 schmalen Wundbahnen war das Blut gequollen, dessen Fluss jetzt versiegte. Das merkte auch Julie Price, denn sie ließ die Katze los. Der tote Körper klatschte auf den Boden und hinterließ ein Geräusch, bei dem Rick Morelli zusammenzuckte. Julie Price schüttelte sich, als wollte sie etwas loswerden oder einen Ballast abwerfen. Sie hob die Schultern, bewegte sich katzenhaft geschmeidig auf der Stelle, hielt jedoch ihren Mund noch offen, und das hatte seinen Grund. Wenig später erschien ihre Zungenspitze und umleckte die Lippen. Es sah so aus wie bei einer Katze, die zwar satt war, aber die letzten Reste der Nahrung noch von ihrem Maul ablecken wollte. Hinter dem Gitter stand der Pfleger, schaute zu und wünschte sich, einen Traum zu erleben. Doch was er gesehen hatte, war harte Realität, und er hatte erlebt, wie sich ein normaler Mensch verändern konnte. Noch immer sah Julie Price aus wie früher, auch wenn die Maske ihr Gesicht teilweise verdeckte, aber sie war noch ein Mensch, der das Blut eines Tieres getrunken hatte. Es traf ihn hart. Das war für ihn nicht zu fassen. Und noch immer hatte er gegen seine Schwäche in den Knien anzukämpfen. Eigentlich war es jetzt an der Zeit für ihn, die Flucht zu ergreifen. Er wollte nicht länger in der Nähe dieser Person bleiben, die so etwas Abscheuliches zu tun in der Lage war. Aber das kostete ihn in diesem Fall eine zu große Überwindung. Er brachte die Kraft dafür nicht auf. Julie Price stand auf der Seite und drehte sich um die eigene Achse. Sie schaute auf die anderen Tiere, die scheu auf dem Boden hockten. Sie schienen darauf zu warten, dass eine weitere von ihnen geholt und getötet wurde. Danach stand Julie Price jedoch nicht der Sinn. Sie stemmte die Hände in die Hüften und drehte sich auf der Stelle wie jemand, der nach etwas Ausschau hielt. Dann lachte sie, und danach sprach sie die Katzen an. »Keine Sorge, euer Blut brauche ich jetzt nicht. Ich bin satt. Es hat mir gut getan, aber ihr wisst nun, wer eure Königin ist, wer euch beherrscht. Wie eure Vorfahren vor einigen 1000 Jahren, die der Katzengöttin Bastet gehuldigt haben.« Rick Morelli hatte die Worte gehört und sie verstanden. Trotzdem hatte er Probleme damit, denn er wusste nicht, auf welcher Ebene sich seine Kollegin bewegte. Jedenfalls machte sie keinen aggressiven Eindruck mehr, und sie schlenderte auf die Tür zu, um sie von innen zu öffnen. Die Katzen blieben auf ihren Plätzen. Sie beobachteten nur, und bewegten sich erst, als Julie Price die Gittertür geöffnet hatte. Da sprangen sie plötzlich los. Sie starteten, als ginge es darum, etwas zu essen zu bekommen. Julie ließ sie laufen. Sie würden innerhalb des Tierheims bleiben, das stand für sie fest. Rick Morelli war zurückgetreten, als sich seine Kollegin der Tür genähert hatte. Er hoffte, dass sie ihn ignorierte. Für sich selbst hatte er bereits einen Plan gefasst. Auf keinen Fall wollte er hier länger als unbedingt nötig seinen Job durchziehen. Da war es ihm schon lieber, wenn er auf der Straße lebte. Julie Price verließ den Käfig. Sie lächelte, aber sie ging nicht an ihrem Kollegen vorbei, sondern blieb vor ihm stehen, um ihm ins Gesicht zu schauen. Rick wollte den Blick senken, was ihm nicht gelang. Er hatte den Eindruck, unter einem fremden Zwang zu stehen, der dafür sorgte, dass er seine Kollegin anschauen musste. »Was sagst du, Rick?« Ja, er hatte damit gerechnet, angesprochen zu werden, nur kannte er die Antwort nicht. Er wusste einfach nicht, was er sagen sollte, und schüttelte den Kopf. Julie nahm die Augenmaske ab und nickte. »Du kannst es nicht begreifen, wie?« »Ja, so ist es. Dabei ist es ganz einfach. Man muss nur sein Denken etwas erweitern. Die Katzen und ich sind eine Verbindung eingegangen. Oder muss ich dir erklären, dass Katzen ganz besondere Geschöpfe sind?« »Nein.« »Sehr gut. Du liebst sie doch auch, oder?« »Sag nichts Falsches«, warnte ihn eine innere Stimme. Er nickte nur, was Julie nicht genug war. Es sah nicht eben überzeugend aus. »Okay, Julie, ich liebe die Tiere, sonst würde ich hier nicht arbeiten.« »Und die Katzen?« »Ja, aber...« »Was ist das für ein Aber?« zischte sie ihn an, wobei ihre Augen einen fremden und kalten Glanz annahmen, als wäre das Katzenhafte wieder in ihr hochgekommen. »Ich mag sie.« »Aha.« Rick atmete durch. Er hoffte, den Ton und die Aussage einigermaßen getroffen zu haben, sodass sich die Unperson damit zufrieden gab. Es stimmte, er mochte die Tiere, Hunde ebenso wie Katzen, und in diesem Tierheim taten sie ihm trotzdem leid. Aber er ging nicht so weit, dass er sie liebte. Das konnte niemand von ihm verlangen. Liebe brachte man nur einem Menschen entgegen und nicht einem Tier, auch wenn es Ausnahmen gab. Es gefiel ihm nicht, dass Julie ihn so lauernd beobachtete. Dann sagte sie, »Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann.« »Was meinst du damit?« Sie lachte ihm ins Gesicht. »Das ist ganz einfach. Ich kann deine Angst fast körperlich spüren. Sie sitzt tief in dir. Dazu kenne ich dich gut genug. Du schlägst dich jetzt aus reinem Selbstschutz auf meine Seite. Du würdest mich aber verraten, wenn du die Chance dazu hättest.« »Nein, das würde ich nicht. Das will ich auch nicht. Wir sind Kollegen und...« »Sind wir das?« Der Ton in ihrer Stimme gefiel ihm nicht. Er glaubte darin, ein scharfes Misstrauen mitklingen zu hören und ahnte, dass sie ihm seine Worte nicht abnehmen würde. Das wurde ihm durch ihre nächsten Worte bestätigt. »Es ist nicht mehr so, wie es gestern war. Ich sehe zwar so aus wie immer, bin aber tatsächlich in eine andere Rolle geschlüpft. Ich bin nach außen Mensch, nach innen Katze. Und ich strebe dem entgegen, wonach sich schon die alten Ägypter gesehnt haben. Ich will göttlich werden. Ich will auf den Spuren der Katzengöttin wandeln, denn ihr Geist ist nicht vernichtet worden. Ich bin jetzt keine Suchende mehr, denn ich bin stark genug, um von ihr akzeptiert zu werden. Göttinnen gleich, das ist kein Traum mehr. Und ich werde dafür sorgen, dass du an meiner Seite bleibst. Göttinnen haben ihre Diener, und ich habe dich zu dem meinen erkoren. Damit musst du dich abfinden.« Rick Morelli hatte alles gehört. Die Angst war ihm genommen worden. Für ihn hatten sich völlig neue Perspektiven eröffnet, über die er eigentlich hätte nachdenken müssen, ob er sie nun akzeptierte oder nicht. Dazu ließ sie ihn nicht kommen. Sie hatte sich entschlossen, und er befand sich in ihrer Hand und unter ihrer Kontrolle. Julie streckte einen Arm aus und ließ die Hand auf Ricks Schulter fallen. Sofort versteifte er sich, was bei Julie Price ein Lachen auslöste. »Hey, du hast noch immer Angst vor mir, gib es zu.« Er nickte. »Schön, dass du ehrlich bist, aber du musst keine Furcht haben, mein Freund. Nein, nein, das ist vorbei, denn du hast dich entschlossen, auf meiner Seite zu stehen. Das ist besser, denn da bist du der Sieger. Man hat mir gesagt, dass du Katzen magst, und das wirst du beweisen müssen.« »Wie denn?« stotterte er. »Indem du bei mir bleibst. Ich habe dich zu meinem Diener erkoren, und dabei bleibe ich. Du bist mein Diener. Klar? Nein, bitte, das ist... Unmöglich, willst du sagen? Er senkte den Kopf. Schon gut, ich werde tun, was du willst. So habe ich es gewollt. Rick traute sich, eine Frage zu stellen. Und wie geht es jetzt weiter? Das ist mehr als simpel. Wir werden dieses Heim verlassen, und ich kann dir versichern, dass wir nicht allein sein werden. Rick Morelli schluckte und schüttelte den Kopf. Wen hast du denn noch auf deiner Seite? Sie lachte. Ich? Rief sie dann. Nein, wir. Wir haben unsere Begleiter. Es sind die Katzen. Sie werden in unserer Nähe bleiben, wie die Ratten bei dem Rattenfänger von Hameln. Auch wenn man sie nicht sieht, sie sind immer da. Unsere kleinen vierbeinigen Beschützerinnen. Rick Morelli hatte alles gehört. Er wusste jetzt, wie seine nahe Zukunft aussah, und er spürte, dass ihm das Blut aus dem Gesicht wich. »Dann lass uns gehen«, sagte Julie. Morelli konnte nur nicken. Suko und ich waren keine unbedingten Kenner von irgendwelchen Tierheimen, aber wir besaßen einen gesunden Menschenverstand und gingen deshalb davon aus, dass von den hier gehaltenen Tieren etwas zu hören war. Das war nicht der Fall. Wir hörten weder ein Kläffen, ein Miauen, noch die Stimme eines Menschen. Es blieb still. Der Flur vor uns war nicht lang. Es gingen einige Türen von ihm ab, hinter denen wahrscheinlich Büros lagen. Der Flur endete vor einer Tür, die verschlossen war. Wir gingen davon aus, dass jenseits der Tür das Areal lag, in dem die Tiere gehalten wurden. Wir blieben zunächst vor der Tür stehen, eine reine Vorsichtsmaßnahme, und schauten uns an. Suko legte plötzlich einen Finger auf die Lippen. Ich kannte ihn. Ich wusste, dass er ein gutes Gehör hatte. Deshalb sagte ich zunächst nichts und ließ ihn gewähren. Er beugte sich vor und legte sein Ohr gegen die Tür, wobei er dann eine Hand ausstreckte. »Was hast du?« fragte ich. »Da ist was.« »Und?« Seine Schultern zuckten. »Stimmen höre ich nicht, aber andere Geräusche. Welche denn?« »Weiß nicht.« Wir überlegten. Suko hatte sich wieder normal hingestellt und die Stirn gerunzelt. Er sagte nichts und ich hielt mich mit Fragen zurück. Schließlich schlug er vor, die Tür zu öffnen. Dagegen hatte ich nichts, zögerte jedoch, was auch in Sukos Sinn war, denn jenseits der Tür klangen plötzlich Geräusche auf, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Wir hörten ein Tappen, dann wurde daraus ein Kratzen, das immer wieder von dumpf klingenden Lauten abgelöst wurde, als würde jemand jenseits der Tür dagegen klopfen. »Da will jemand raus«, sagte ich. Suko nickte. »Aber wer?« »Bestimmt kein Mensch. Wir befinden uns hier in einem Tierheim. Da liegt es eigentlich auf der Hand, wer hier den Weg ins Freie sucht.« »Hunde, auch Katzen.« »Ja.« Ich stimmte Suko zu. Es war nur seltsam, dass wir weder ein Bellen noch ein Miauen hörten. Das hätte man zumindest erwarten können, aber nur die Kratzgeräusche drangen an unsere Ohren. Suko legte bereits seine Hand auf die Türklinke und warf mir einen fragenden Blick zu. »Okay, zieh sie auf.« Darauf hatte Suko nur gewartet. Er drückte die Klinke und einen Moment später zerrte er die Tür auf. Es reichte ein Spalt, um diejenigen rauszulassen, die hinter der Tür gelauert hatten. Wir befanden uns in einem Tierheim. Aber das wurde uns erst jetzt deutlich, denn jede Menge Katzen hatten hinter der Tür gekauert und sprangen jetzt auf uns zu. Suko und ich reagierten zugleich und rissen unsere Arme in die Höhe. Wir schützten unsere Gesichter, was auch nötig war, denn die Katzen sprangen uns mit Wucht an. Jetzt hörten wir ihr Schreien. Sie wollten uns aus dem Weg räumen. Wie viele der Tiere mich trafen, sah ich nicht, weil meine Augen noch verdeckt waren. Ich stolperte allerdings zurück, und plötzlich waren die Katzen auch zwischen meinen Füßen, so dass ich Mühe hatte, auf den Beinen zu bleiben und das Gleichgewicht zu bewahren. Ich taumelte zurück, hörte Suko fluchen, was auch nicht oft vorkam, und spürte einen scharfen Schmerz auf meinem Handrücken, weil dort scharfe Krallen ihre Spuren hinterließen. Ich musste zurück, um den Katzen auszuweichen, drehte mich weg und rutschte mit der Schulter an der Wand entlang, was nicht übel war, denn so fand ich einen leichten Halt. Zwei Tiere huschten durch die Lücke zwischen meinen Beinen. Eine erwischte mich noch mit ihren Krallen an der linken Hüfte, was ich jedoch kaum spürte, weil die Kleidung zu dick war. Und dann hörte ich die Geräusche der fliehenden Katzen, die von uns fortliefen. Meine Hände sanken wieder nach unten. Niemand sprang gegen mein ungeschütztes Gesicht, und ich konnte wieder normal sehen. Die Katzen waren verschwunden. Der ganze Überfall hatte nur wenige Sekunden gedauert. »Hast du was abgekriegt, John?« Ich schaute auf meinen Handrücken. Ein paar Kratzer, mehr nicht. Ich auch nicht. Und jetzt? Ich musste lachen. Der Weg war frei, aber es brachte uns im Moment nicht weiter. Unser Blick fiel in ein Gehege, das durch einen bis zur Decke reichenden Drahtzaun gesichert war. »Da liegt eine tote Katze in der Mitte«, sagte Suko und drückte sich an mir vorbei. Ja, er hatte sich nicht geirrt. Auf dem Boden lag eine Katze auf dem Rücken, sodass wir genau erkannten, was mit ihr passiert war. Man hatte ihre Brust aufgerissen und sie ausbluten lassen. Wir schauten uns die Wunden aus der Nähe an und dachten an die Katze, die Mary Slater in unser Büro gebracht hatte. Auch sie hatte so ausgesehen. »Sie war hier«, sagte ich. Suko nickte nur. Ich drehte mich um. Aber wohin ist sie gelaufen? Bei den Katzen war sie nicht, oder? Ich wunderte mich, dass ich von Suko keine Bestätigung erhielt. Dafür sagte er, »Ich bin mir da nicht so sicher.« »Wie meinst du das denn? Was hast du gesehen, als uns die Katzen angriffen?« »Nichts. Ich habe sicherheitshalber den Arm vor meine Augen gehalten.« »Ich auch. Und weiter?« Suko verzog die Lippen zu einem Lächeln, bevor er sprach. »Du kannst mich ja für einen Spinner oder Idioten halten, aber könnte es nicht sein, dass nicht nur die Katzen an uns vorbeigehuscht sind, sondern auch ein Mensch? Julie Price? Wer sonst?« Ich schaute ihn an und sah, dass es ihm ernst war. Als ich näher über das Gesagte nachdachte, wurde mir klar, dass er recht haben konnte. Wir hatten nichts gesehen, wenn auch nur für eine kurze Zeit, aber die hätte einem Menschen sicher gereicht, ungesehen an uns vorbeizukommen. Wenn das zutrifft, werden wir Julie Price hier nicht finden. Das fürchte ich auch, John. Ich ärgerte mich. Dabei waren wir so nah dran gewesen. Mein Gefühl sagte mir, dass es auch keinen Sinn hatte, das Heim zu durchsuchen. Wer immer hier gewesen war, er hatte es geschafft, schneller zu sein als wir. »Dann können wir wieder verschwinden«, sagte ich, war aber von meinen Worten nicht eben überzeugt. Da Suko keinen besseren Vorschlag hatte, gingen wir wieder in Richtung Tür. Diesmal stießen wir die Türen auf, weil wir damit rechneten, dass sich jemand in einem der Räume versteckt hielt. Das war nicht der Fall. Die Räume, die alle aussahen wie Büros, waren leer, wie auch das Büro des Chefs, der Parker hieß. Wir traten wieder ins Freie. Es hatte sich nichts verändert, es war keine Katze zu sehen. Sie alle hatten das Haus verlassen, und da sie nicht darauf trainiert waren, eine geschlossene Tür zu öffnen, mussten wir davon ausgehen, dass sie Helfer gehabt hatten, die ihnen den Weg in die Freiheit öffneten. Wo steckten sie? In der Nähe sahen wir sie nicht. Wenn wir nach rechts schauten, fiel unser Blick auf den Wald, der noch recht licht war, aber auch dunkler als die Umgebung, in der wir standen. Und von dort, aus dem Wald, hörten wir den Schrei. Durch! Es war ein Befehl, den Rick Morelli hörte, und er dachte nicht daran, sich zu weigern. Die Katzen suchten zuerst ihren Weg ins Freie. Es hätte auch alles perfekt geklappt, wenn die Tür nicht plötzlich von außen geöffnet worden wäre. Zwei Männer waren für einen Augenblick zu sehen, dann handelten schon die Katzen und sprangen sie an, sodass die Männer mit schnellen Bewegungen ihre Gesichter schützten. Das eine Wort war für Rick Morelli der Startschuss. Er rannte los. Vor ihm lief Julie Price. Sie lief zusammen mit den Katzen, die beide Ankömmlinge attackierten und in Deckung zwangen, sodass der Weg für sie und auch für ihn frei wurde. Rick dachte nicht nach. Er lief hinter der Frau her. Katzen strichen um seine Füße herum, was ihn nicht störte, denn sie behinderten ihn nicht. Die Price war als Erste an der Tür. Sie zerrte sie auf und Rick spürte die kühle Luft, die ihm entgegenschlug. Zusammen mit den Katzen erreichte er das Freie. Julie nahm sich noch die Zeit, die Tür wieder zu schließen. Dann deutete sie nach rechts und zeigte ihm den Fluchtweg. »Ja, ja«, beide rannten los. Die Katzen blieben bei ihnen wie vierbeinige Leibwächter. Es war keine weite Strecke, die sie laufen mussten. Zudem wuchsen die ersten Bäume schon recht nah, und Rick hatte beim Laufen das Gefühl, als würden sie ihm entgegenkommen. Keuchend schob er sich durch eine Lücke zwischen den Baumstämmen und blieb stehen, weil auch seine Begleiterin angehalten hatte. Er keuchte. Julie weniger. Sie starrte ihn nur an, und ihr Blick gefiel ihm nicht. Ein Schlag gegen die Brust nahm ihm beinahe die Luft. Als nächstes prasselten die Worte auf ihn ein. Was war das? Wer waren die beiden Männer? Warum sind sie hier erschienen? Rick Morelli schüttelte den Kopf. Rede, fuhr sie ihn an. Ich weiß es nicht. Julie funkelte ihn mit ihren Katzenaugen an. Es waren keine normalen Besucher, die einen Hund oder eine Katze mit nach Hause nehmen wollten. Das habe ich gespürt. Dafür habe ich einen Blick. Wer also waren sie? Rick Morelli sah aus, als wollte er anfangen zu weinen. So sehr verzog er sein Gesicht. Er schüttelte den Kopf und keuchte. Ich weiß es doch nicht. Komisch, dass ich dir nicht glauben kann. Das musst du aber. Was hat Parker dir gesagt? Nichts. Warum ist er früher gegangen? Das weiß ich auch nicht. Ich kenne seine Gründe nicht, verdammt. Warum glaubst du mir denn nicht? Das kann ich dir sagen. Es passt nichts zusammen, gar nichts. Genau zum ungünstigsten Zeitpunkt tauchen die beiden Männer auf, die für mich aussahen wie Bullen. Da kannst du sagen, was du willst. Ich glaube dir nicht. Es ist etwas hinter meinem Rücken geschehen. Nein, schrie er. Ich weiß nichts, verflucht nochmal. Es war ein Zufall. Daran glaube ich nicht. Rick Morelli hob die Schultern. Er wusste nicht mehr, was er sagen oder wie er sich verteidigen sollte. Er begriff in diesem Moment, dass seine Zukunft nichts anderes bedeuten würde als eine völlige Abhängigkeit von Julie Price, die sich auf eine so schlimme Weise verändert hatte. Und das wollte er nicht. Nochmal, ich habe keine Ahnung, wer die beiden Männer gewesen sind. Das ist mir auch egal. Mir ist inzwischen alles egal. Was heißt das? Er gab die Antwort nicht sofort und schaute sich um wie jemand, der nach einem Fluchtweg sucht. Rede. Rick raffte seinen Mut zusammen. Ich will weg. Ha, und weiter? Ich will weg von dir. Er nickte. Ja, von dir und von den verdammten Katzen. Julie Price sagte nichts. Sie tat auch nichts. Sie blickte nur auf die Katzenkörper, die um beide herumwuselten. Plötzlich lachte sie. Es ist wirklich super, deine wahre Meinung zu hören, und die sagt mir, dass ich mich in dir nicht getäuscht habe. Du stehst nicht auf meiner Seite, das sehe ich dir an. Das hast du mir durch dein Verhalten deutlich genug gezeigt. Verstehst du das denn nicht? Schon, aber ich will es nicht. Und doch werde ich dich gehen lassen. Wirklich? Plötzlich kehrte die Energie wieder bei ihm zurück. Er lebte regelrecht auf. Ja, was sollen wir uns beide etwas vormachen? Du stehst nicht hinter mir. Du bist nur Ballast für mich. Deshalb werde ich hier einen Schnitt machen. Was bedeutet das? Ich will und brauche dich nicht mehr. Erst jetzt ging Rick Morelli ein Licht auf. Plötzlich wurde ihm klar, was seine Kollegin damit gemeint hatte. Sie hob die rechte Hand. Das Messer bildete dort einen Fächer. Blut klebte auf dem Stahl. Morelli wusste, was diese Geste bedeutete, und schüttelte den Kopf. »Bitte«, flehte er, »so habe ich das nicht gemeint, Julie. Ich will zwar nicht unbedingt mehr bei dir bleiben, aber ich werde dich auch nicht verraten. Ehrlich nicht. Ich halte den Mund. Keiner wird von diesem Geheimnis erfahren. Ich gehe meinen Weg und du kannst deinen gehen.« »Das sowieso«, flüsterte sie ihm zu. »Dann ist ja alles klar.« Er hoffte es, aber diese Hoffnung erlosch, als er einen Blick in ihre Katzenaugen warf. Und dann spürte er schon die Messerspitzen an seiner Kehle. Noch drückten sie nicht zu, aber Sekunden später bildeten sich die ersten Blutstropfen auf der Haut. Da war ihm klar, dass Julie es mehr als ernst meinte. »Bitte, du hast dich entschlossen.« »Schon, aber man kann Entschlüsse ändern. Das weißt du selbst, das tun viele Menschen.« »Schon, nur ich nicht. Und deshalb mag ich auch nicht, wenn andere Personen ihre Entschlüsse ändern. Sie sind für mich nichts wert«, zischte sie ihn an. »Sie sind Abfall und den muss man entsorgen. Du hast zugesehen, wie Katzen sterben können, und ich schwöre dir, dass auch Menschen auf die gleiche Art den Tod erleiden können. Mit dir mache ich den Anfang. Ich habe schon immer nicht besonders viel von dir gehalten.« Rick Morelli war kein Träumer. Was er hier gehört hatte, das hatte echt geklungen. Er bereute seinen Entschluss, aber er wusste auch, dass Julie Price um keinen Deut von ihrem Vorhaben abgehen würde. Sie drückte zu. Die Schmerzen in seinem Hals wurden stärker. Genau jetzt kam ihm wieder das Bild in den Sinn, das er gesehen hatte. Julie Price, die eine Katze in der linken Hand hielt und das Fächermesser in der rechten. Das war auch hier der Fall. Nur sollte das Opfer jetzt keine Katze sein, sondern ein Mensch, der sich ebenfalls nicht wehren konnte. Er sah es nicht, doch er spürte das Blut aus seinen Halswunden ran. Dann wurde das Fächermesser nach unten gezogen. Die Spitzen zerschnitten die Kleidung. Sie bohrten sich in die Haut und sorgten dafür, dass die Wunden sehr tief wurden. Und er brüllte seine Not laut heraus. Der Schrei war für uns ein Alarmsignal gewesen. Er hatte echt geklungen. Zudem wussten wir, dass er aus dem nahen Wald gekommen war. »Dann los«, sagte Suko nur und startete als Erster. Ich blieb ihm auf den Fersen, holte ihn allerdings nicht ein. Auf der Strecke versuchte ich, einen Blick in den Wald zu werfen. Obwohl die Bäume noch nicht belaubt waren, nahmen mir die Stämme doch den Großteil der Sicht. Trotzdem sah ich etwas. Denn der Boden war in Bewegung geraten. Oder es rannte etwas darüber hinweg. Ich konnte mir gut vorstellen, dass es sich dabei um Katzen handelte. Der Schrei hatte sich nicht wiederholt, und ich fragte mich, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war. Ich wollte keine Wertung abgeben und erstmal abwarten, was uns im Wald erwartete. Wir drangen in ihn ein. In der Ferne flohen Tiere, bestimmt Katzen. Aber sie zu verfolgen hatte keinen Sinn, denn ein paar Schritte weiter lag der Mensch am Boden, der so geschrien hatte. Und das nicht ohne Grund. Man hatte ihm übel mitgespielt. Da brauchten wir nur einen Blick auf seine Kehle zu werfen, aus der aus mehreren Wunden das Blut sickerte, in dünnen Bahnen an seinem Hals entlang nach unten lief und sich mit dem Blut vereinigte, das aus den Brustwunden quoll. Der Mann lebte noch, aber er verlor einfach zu viel Blut. Und es gab so viele Wunden an seinem Körper, dass wir nicht wussten, wo wir anfangen sollten, das Blut zu stoppen. Suko kniete neben ihm und hatte sein Taschentuch gegen die Wunde gedrückt, aus der das meiste Blut quoll. Ich stand neben ihm und telefonierte. Es war jetzt mehr als wichtig, dass sich so schnell wie möglich ein Notarzt um den Schwerverletzten kümmerte, dessen Gesicht bereits den fahlbleichen Ton einer Leiche angenommen hatte. Beide sahen wir, dass sich sein Mund bewegte. Ich wollte ihm etwas Trost spenden und erklärte ihm, dass der Notarzt bereits unterwegs war. »Zu spät, das ist zu spät«, flüsterte er und röchelte. »Ich spüre es, die Messer schnitten zu tief, das Leben rinnt aus meinem Körper.« »Was, Julie?« fragte ich. »Ja, sie. Und warum hat sie das getan?« »Sie will eine Göttin werden. Sie will die Macht der Göttin haben, die es schon immer gab. Die Katzengöttin ist...« Er konnte nicht mehr sprechen und musste zunächst mal husten. »Nichts mehr sagen«, flüsterte ich ihm zu. »Sie müssen erst wieder auf die Beine kommen und...« »Nein, nein, ich muss was sagen. Ich will, dass ihr meine Mörderin stellt.« »Noch leben sie.« »Aber nicht mehr lange. Ich weiß, dass der Tod schon auf der Lauer liegt. Er ist nahe, ganz nahe, denn ich spüre bereits seine Kälte.« Ich nickte ihm lächelnd zu. Manchmal kann man auch dem Tod ein Schnippchen schlagen. Der junge Mann schloss die Augen. Ich hoffte nicht, dass es die letzte Geste in seinem Leben war und konnte beruhigt sein, denn er fing wieder an zu sprechen. »Ihr müsst sie stellen. Sie ist so grausam.« Und weiter? »Sie tötet. Sie kennt kein Pardon. Sie ist eine Mörderin und sie hat die anderen Katzen bei sich.« »Wo ist sie hin?« »Weg«, stöhnte er. »Nur weg.« »Und wohin?« »In ihre Wohnung.« Den Satz sprach er sehr gequält aus. Ich war froh, dass er noch lebte und uns noch Informationen geben konnte. »Wo lebt sie?« Ich wusste nicht, ob der Schwerverletzte meine Frage gehört hatte, denn ich erhielt keine Antwort mehr. Dafür klang die Sirene des Notarztwagens an meine Ohren. Es war ein Geräusch, das mich aufatmen ließ und dem Schwerverletzten Hoffnung gab. Er öffnete wieder die Augen. Vielleicht hatte das Geräusch der Sirene dafür gesorgt. Klar war der Blick des jungen Mannes nicht mehr. Ich sah ihn als verschwommen an, und jetzt glaubte ich auch, dass er sich bereits auf den Weg in die Ewigkeit befand. Aber er hing noch am Leben. Er wollte nicht loslassen. Er raffte sich nochmal mit einer schon übermenschlichen Kraft auf, und auch seine Gedanken waren nicht abgeirrt, denn er wusste noch genau, über welches Thema er sich mit mir unterhalten hatte. Suko stand nicht mehr bei mir. Er hatte sich an den Waldrand gestellt, um den Wagen des Notarztes einzuwinken, damit der Fahrer ihn so nah wie möglich an das Ziel heranlenkte. Ich beugte mich tief dem Mund entgegen, dessen Lippen sich bewegten. Die Worte drangen schwach an mein Ohr. Ich hörte das, was uns weiterbringen sollte, denn der Sterbende flüsterte mir die Adresse der Julie Price zu, die Mary Slater nicht gekannt hatte, dafür aber dieser junge Mann, von dem ich nicht mal den Namen wusste. Er schaffte es eben noch, sie mir zu nennen, dann sackte er innerlich zusammen. Es konnte die letzte Bewegung in seinem Leben gewesen sein. Ob das zutraf, erfuhr ich nicht, denn jemand rannte auf mich zu und stieß mich unsanft zur Seite. Ich fiel sogar auf den Boden und hörte die Entschuldigung eines Sanitäters, bevor der Mann sich zusammen mit dem Notarzt über den Liegenden beugte. »Er hat eine Menge Blut verloren«, sagte ich beim Aufstehen. »Ja, ja, wir werden sehen, was wir noch für ihn tun können. Blutreserven haben wir im Wagen. Ich hatte hier nichts zu suchen.« Der Notarzt arbeitete zügig und geschickt. Der Schwerverletzte bekam eine Aufbauspritze. Er wurde an einem Tropf angeschlossen und ich hörte, dass er noch nicht transportfähig war. Die Fachleute sprachen darüber, ihn hier auf dem Boden liegen zu lassen und eine Notbehandlung vorzunehmen. Das deutete für mich auf eine gewisse Hoffnung hin. Suko stand etwas abseits. Er drehte mir den Kopf zu, als er mich kommen hörte. Und? Ich hob die Schultern. Es ist noch alles in der Schwebe mit unserem Freund. Das habe ich auch nicht gemeint. Auf Sukos Stirn bildete sich eine Falte. Was hat er dir sagen können? Ich habe gesehen, dass du mit ihm gesprochen hast. Stimmt. Ich denke, dass wir eine Spur haben. Inwiefern? Er hat mir die Adresse dieser Julie Price sagen können. Das war ihm wohl sehr wichtig. Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Und wo müssen wir hin? Gar nicht mal weit weg. Wir können praktisch hier in der Gegend bleiben. Das ist doch was. Hat er auch noch etwas über die Katzen gesagt? Nein, wir sollten uns nur darauf einstellen, dass sie in Julies Nähe sind. Sie gehorchen ihr. Sie hat die Macht über sie, aber sie hat noch nicht genug davon. So jedenfalls habe ich den Verletzten verstanden. Sie will noch mehr. Und warum? Ich kann es nur mit einer Affinität zu Bastet, der Katzengöttin, erklären. Weißt du das genau, oder gehst du nur von einer Annahme aus? Sie will wie Bastet werden. Okay, das reicht. Wir würden dieser Person so schnell wie möglich einen Besuch abstatten, und das noch an diesem Abend. Erstmal ging es um den Verletzten, um den sich weiterhin der Arzt und seine Helfer bemühten. Uns drängte es zwar zur Tat, aber ich wollte erst wissen, was mit dem jungen Mann war, der sicherlich als Tierpfleger im Heim gearbeitet hatte. Der Arzt richtete sich auf, und Sekunden später war ich bei ihm. Sein Gesicht zeigte einen besorgten Ausdruck, als er sich an mich wandte. »Wenn Sie mich fragen, ob er es schafft, kann ich Ihnen keine positive Antwort geben. Ich weiß nur, dass wir ihn nicht transportieren können. Nicht in dem Wagen hier. Sie werden ihn doch nicht hier liegen lassen.« »Nein, aber ich habe einen Hubschrauber alarmiert. Vor dem Wald ist das Gelände frei. Dort kann er landen.« »Danke«, sagte ich. »Ich habe dem Mann viel zu verdanken. Es wäre zu hoffen, dass er durchkommt.« Der Arzt hob nur die Schultern an und meinte, »Das liegt jetzt nicht mehr in unserer Hand.« »Gut, dann werden wir Sie jetzt verlassen. Wo kann ich Sie später erreichen?« Er gab mir eine Visitenkarte. »Rufen Sie in der Klinik an.« »Danke, werde ich machen.« Aus der Luft hörten wir das Geräusch des anfliegenden Hubschraubers. Einer der beiden Sanitäter war auf die nahe Wiese gegangen und winkte den Piloten ein. »Dann sollten wir uns Julie Price holen«, schlug Suko vor, »und nicht erst warten, bis es dunkel wird.« »Aber dämmerig«, sagte ich. Suko hob die Schultern. »Wir nehmen es, wie es kommt.« Wenig später saßen wir im Rover und bekamen noch mit, wie der Verletzte in Richtung Hubschrauber transportiert wurde. Wir konnten nichts anderes tun, als ihm beide Daumen zu drücken, denn diese mörderische Messerkatze sollte sich nicht als Siegerin fühlen. Nur das zählte im Moment für uns. Julie Price hatte ihr Ziel erreicht. Und die Katzen waren auch da. Etwas versteckt und doch nahe genug am Tierheim hatte sie ihren Wagen abgestellt. Einen alten R4, der schon seit Jahren nicht mehr gebaut wurde, für sie aber noch immer gut genug war. Denn er tat seine Pflicht. In ihm hatte sie ihren Mantel zurückgelassen, den sie jetzt wieder anzog. Zu dem Haus, in dem sie lebte, gehörte ein Hinterhof. Man konnte ihn durch eine schmale Einfahrt erreichen, durch die ihr Auto soeben noch passte. Über das unebene Pflaster rollte sie auf den Hinterhof und stellte ihn nahe einer Tür ab. Die anderen Mieter waren den Anblick des Fahrzeugs gewohnt, darum würde sich kein Mensch kümmern. Zunächst blieb sie im Wagen sitzen und schaute sich so gut wie möglich um. In der Nähe gab es nichts, was ihr hätte gefährlich werden können. Keine Zeugen, die sich für ihren Wagen interessierten. Die Fenster an den Hinterseiten der Häuser standen in der Regel bei diesem Wetter offen. Manchmal sah sie den einen oder anderen Bewohner, wie er sich aus dem Fenster lehnte. Auch ihr altes Auto wurde gesehen, und es fiel auf, als sie die Tür öffnete und ausstieg. Bis zur hinteren Tür waren es nur wenige Schritte. Mit ein paar zischenden Lauten gab sie den Katzen zu verstehen, im Fahrzeug zu bleiben. Sie lächelte, als sie sah, dass die Tiere ihr gehorchten. Julie Price drückte die Hintertür auf, keilte sie fest und ging nochmal zurück zum Auto. Diesmal stieß sie einen Pfiff aus und wieder reagierten die Katzen. Sie huschten aus dem Wagen ins Freie und nahmen sofort Kurs auf die offene Hintertür. Etwas mehr als ein halbes Dutzend der unterschiedlich aussehenden Tiere verschwanden im Haus und drängten sich dort an einer bestimmten Stelle zusammen. Julie Price lächelte, als sie das sah. Es wirkte wie abgesprochen. Die Dinge liefen in ihrem Sinn, und das machte sie glücklich. Gelassen schloss sie die Autotür und ging zurück ins Haus, in dem sie wohnte. Die Katzen warteten im Flur. Sie gaben keine Laute von sich und hielten sich dort auf, wo nur wenig Licht hinfiel. Sie sah, dass die Augen ihrer vierbeinigen Freunde leuchteten. Auch draußen würde bald das letzte Licht des Tages verschwunden sein. Darüber machte sie sich keine Gedanken. Was nun folgte, würde ihre Zeit des Wechsels, des Neubeginns sein. Sie würde erleben, dass all ihr Sinnen und Trachten nicht umsonst gewesen war. Die Katzen waren es, die für sie an oberster Stelle standen. Sie und die Göttin. Wenn sie an die Statue dachte, bekam sie einen trockenen Mund. Sie erinnerte sich daran, wie froh sie gewesen war, als sie zum ersten Mal die Statue streicheln durfte. Schon da hatte sie gespürt, dass in ihr eine große Kraft wohnte, die nicht von dieser Welt war. Wäre sie von dieser Welt gewesen, dann hätte sie von der Kraft eines Engels gesprochen, aber bei Bastet war es etwas anderes. Sie war kein Engel, sie war eine Göttin. Ihr zu Ehren waren immer wieder Nachbildungen geschaffen worden, die meisten nichtssagend, aber für die Händler ein gutes Geschäft, denn die Touristen kauften alles Mögliche, was ihnen angeboten wurde. Nicht so ihre Figur. Sie war etwas Besonderes, etwas Altes. In ihr gab es Leben. Dort steckte der Geist der echten Göttin. Auch Julie hatte es zuerst nicht glauben wollen, aber sie war später davon überzeugt worden. Da musste sie nur nahe genug an der Statue sein, um etwas von dem uralten Geist zu spüren, der in ihr steckte. Unter Lebensgefahr hatte sie die Statue aus dem Land geschmuggelt. Ein alter Mann hatte sie ihr überlassen. Er selbst fürchtete sich vor der Kraft, die in diesem Körper steckte, und fühlte sich zu alt, um sie nutzen zu können. Nicht so Julie Price. Sie liebte diese wunderbaren Tiere. Ihretwegen war sie nach Ägypten gereist, wo man die Katzen schon vor Tausenden von Jahren verehrt hatte. Damals hatte man ihnen Wohnungen gebaut und auch Grabstätten errichtet. Eine gewaltige Verehrung war den Tieren entgegengebracht worden, und die Verehrer der Katzengöttin trachteten danach, so zu werden wie sie. Das war auch Julies Ziel. Die Kraft der Göttin sollte auf sie übergehen. Sie war in Vorleistung getreten, indem sie das Blut der Katzen getrunken hatte. Jetzt war sie der Göttin sehr nahe und hoffte, von ihrer Kraft erfüllt zu werden. Wie es ihr dann, wenn es soweit war, ergehen würde, wusste sie nicht. Da wollte sie sich überraschen lassen. Für sie konnte es nur vorangehen. Etwas anderes wollte sie gar nicht erst in Erwägung ziehen. Sie freute sich. Es war schon eine wilde Vorfreude. Sie wartete auf die Veränderung, denn sie musste einfach eintreten, weil sie die Voraussetzungen dafür geschaffen hatte. Sie schloss die Tür zu ihrer kleinen Wohnung auf. Die Katzen umwuselten ihre Beine. Dass vor kurzem noch einer aus ihrer Gemeinschaft ihr Leben und ihr Blut hatte lassen müssen, war für die anderen nicht relevant. Die Katzen spürten, dass sie in dieser zweibeinigen Person etwas Besonderes vor sich hatten, dem sie sich unterordnen mussten. Die Tür wurde nach innen gedrückt und sofort huschten die Tiere über die Schwelle. Draußen war der Tag dabei, sich zu verabschieden. Es dämmerte bereits, und das machte sich besonders in dieser tiefliegenden Wohnung bemerkbar. Durch ihre Lage wurde es in den Zimmern eigentlich nie richtig hell. Und jetzt, zu dieser Tageszeit, war es noch dunkler. Zudem brannte kein Licht. Und doch war es nicht absolut finster, denn es war eine hellere Quelle vorhanden. Die Katzen reagierten entsprechend. Kaum waren sie über die Schwelle gehuscht, liefen sie dorthin, wo sie der ungewöhnlich türkisfarbene Schein erwartete. Die Tiere liefen dieser Helligkeit entgegen und blieben in deren Nähe. Julie Price ging langsamer. Sie fühlte sich so gut, einfach nur super. Das Ziel war erreicht, die Saat ging auf. Jetzt musste sie nur noch ernten. Die Türen zu den Zimmern hatte sie nicht geschlossen, doch nur ein Raum interessierte sie. Es war der, in dem das farbige Licht schimmerte. Sie trat über die Schwelle. Die Katzen huschten in ihrer Nähe herum. Ihr leises Fauchen war nicht zu überhören. Auch dass sie mit ihren Pfoten gegen den Boden schlugen, nahm Julie wahr. Die Tiere drängten sich erneut in ihrer Nähe, als wollten sie die zweibeinige Person zu etwas auffordern. Julie bewegte sich vorsichtig weiter. Keine langen Schritte, sondern mehr trippelnd. Sie wollte nicht über einen Katzenkörper stolpern und auf die Nase fallen. Der Raum, in dem die Statue der Katzengöttin Bastet stand, enthielt nur diese eine Lichtquelle. Sie sorgte dafür, dass in ihrer Nähe etwas zu sehen war, die weitere Umgebung allerdings fast im Dunkeln verborgen blieb. Julie wurde den Eindruck nicht los, als wären die Katzen dabei, sie in eine bestimmte Richtung zu drängen. Sie tat ihnen den Gefallen. In Greifweite blieb sie vor der Figur stehen. Besonders groß war sie nicht. Sie wirkte nur so hoch, weil sie auf einem Sockel stand, und ihr Kopf befand sich mit dem Gesicht der Frau etwa in einer Höhe. So konnten sie sich in die Augen schauen, was Julie auch tat, denn darauf hatte sie lange gewartet. Schon öfter hatte sie diese Position eingenommen. An diesem frühen Abend aber war es etwas anderes. Sie hatte sich Bastet auf eine bestimmte Weise genähert, denn sie hatte sich mit dem Blut der beiden Katzen gestärkt. So musste die Göttin sie einfach akzeptieren, oder der alte Geist, der in der Statue steckte. Julie schaute in die Augen. Dabei zuckte sie zusammen. Sie hatte etwas gesehen oder auch gefühlt. So genau wusste sie es nicht. Es war zu einem Kontakt zwischen ihnen gekommen, und sie fühlte sich jetzt akzeptiert. Ihren schützenden Mantel hatte sie längst fallen gelassen. Sie präsentierte ihren fast nackten Körper und konzentrierte sich auf die Augen der Statue. Sie blieben starr. Daran ging kein Weg vorbei. Aber die Starre war nicht alles, denn in ihr steckte etwas, für das Julie Price einen Begriff hatte. Leben. Ja, es steckte Leben in dieser sonst so starren Statue. Und dieses Leben konzentrierte sich auf die Augen, deren Türkis ihr beinahe grell vorkam. Für Julie war es das alte Leuchten. Es war diese uralte Kraft, die in Tausenden von Jahren nicht aus dieser Statue gewichen war, und irgendwo in einer fernen Welt ihren Ursprung gehabt haben musste. Das merkte nicht nur sie. Das hatten vorher schon die alten Ägypter festgestellt, als sie ihre Kultur pflegten und sich den verschiedenen Göttern und Göttinnen zugewandt hatten. Die große Stille hatte sich über die Wohnung gelegt. Es war so gut wie nichts zu hören. Selbst das Atmen hatte Julie Price eingeschränkt. Sie wollte nicht mehr an sich denken, sondern nur noch für die Statue da sein. Noch war es zwischen ihnen nicht zu einer Berührung gekommen. Ein Anfassen der Statue wäre für sie nichts Neues gewesen. Doch nun hatte sie wieder das Blut einer Katze getrunken. Wie würde die Göttin reagieren? Erfüllte sie ihr ihren sehnlichsten Wunsch, nämlich zu sein wie sie? Das schwebte ihr vor, und sie atmete wieder heftiger, als sie dicht davor stand, die Arme auszustrecken, um die Figur auf dem Podest zu umfassen. Bastet hatte zwar den Kopf einer Katze, aber den Körper einer Frau, und darüber strich Julie Price hinweg. Sie legte ihre Handflächen an die Seiten und zuckte schon bei der ersten Berührung zusammen, denn sie hatte etwas Besonderes empfangen. Es war nicht mehr als ein Kribbeln gewesen, das durch ihre Finger rann, doch es war eben anders, und sie hatte den Eindruck gehabt, einen Gegenstand anzufassen, der unter Strom stand. Sofort nahm sie die Hände wieder zurück und schaute auf ihre Finger, deren Kuppen leicht zitterten. Julie glaubte nicht, dass die Statue unter Strom stand. Das musste etwas anderes gewesen sein, das ganz und gar nichts mit einer elektrischen Ladung zu tun hatte. Sie wischte ihre Hände dennoch an der nackten Haut ab und richtete sich beim Einatmen auf. Es war ein Test gewesen, ein erster Versuch. Viel hatte sie nicht erfahren, aber darum ging es auch nicht. Sie war keine Person, die so rasch aufgab, und so startete sie einen neuen Versuch, ging ihn jedoch wieder langsam und gezielt an. Die Katzen zu ihren Füßen bewegten sich nicht, Sie alle hatten die gleiche Haltung eingenommen, saßen auf ihren Hinterbeinen und schauten in die Höhe, um Julie Price zu beobachten. Erneut griff sie zu. Diesmal wollte sie es durchziehen. Sie brauchte die Verbindung. Sie wollte dem, was in dieser Statue steckte, zeigen, dass sie zusammengehörten. Beide Handflächen legte sie in Hüfthöhe gegen die Seiten der Katzengöttin. Diesmal zog sie ihre Hände nicht zurück. Sie wollte zu einem Teil der Göttin werden und spürte tatsächlich, dass sich etwas tat und eine uralte Kraft sie willkommen hieß. Wir hatten die Adresse, waren losgefahren und hofften, das Ziel noch im Hellen zu erreichen. Julie Price lebte in einer Gegend, in die wir kaum kamen. Man roch die Arbeit in den Docks. Man sah die Schiffe, die hohen Hallen, die Kräne, auch das Wasser der Themse und die zahlreichen Zuflüsse, die als Kanäle und schmale Wasserstraßen dieses Gebiet durchzogen. Aber es gab auch die andere Seite. Häuser, die dicht an dicht standen. Mietskasernen der alten Art. Keine Hochhäuser, diese hier waren oft 100 Jahre alt. Manche nur 4, andere wieder 6 Stockwerke hoch. Zwischen ihnen befanden sich oft Hinterhöfe, die eine Verbindung zwischen den Gebäuden schufen. Wer hier lebte, der wollte auch nicht weg und begnügte sich mit oft wenigen und engen Zimmern, denn die Mieten hier waren gerade noch erschwinglich. Es gab keine breiten Straßen. Suko lenkte den Rover durch die Gassen, und wir mussten auch dem Verlauf mancher Einbahnstraße folgen. Jedenfalls kostete die Fahrt Zeit, denn auch hier waren die Menschen nie nur zu Fuß unterwegs. Ich setzte darauf, dass wir Julie Price in ihrer Wohnung antreffen würden, aber zunächst mussten wir das Haus finden. Suko fuhr langsamer, als wir zumindest schon die Straße erreicht hatten, in der Julie Price lebte. Graue Fassaden, die wegen der einbrechenden Dämmerung noch farbloser wirkten. Die Häuser waren nicht unbedingt hoch, dennoch kamen wir uns vor, als würden wir durch eine Schlucht fahren. Aber es gab Hausnummern, und das war bereits die halbe Miete. Ich konzentrierte mich auf sie, zählte sie ab, und meine Augen leuchteten für einen Moment auf, als ich die Nummer sah, die wir suchten. »Halt an!« Suko stoppte. Er drehte sich nach links und schaute mich an. »Hast du was gesehen?« »Ja.« Ich deutete auf ein Haus, das sich äußerlich von den anderen nicht unterschied. Eine schmucklose Fassade, zahlreiche Fenster, deren Scheiben grau aussahen, und eine Tür, die die Rückseite einer Nische bildete. Ein Platz zum Parken gab es nicht. Dafür sahen wir etwas anderes, einen Durchgang zwischen 2 Häusern, der zwar schmal war, aber für unseren Rover soeben breit genug. »Siehst du ihn?« fragte ich. Suko nickte nur. »Alles klar, ich setze erstmal zurück.« Er musste ein paar Mal rangieren. Dass wir dabei andere Fahrer störten, hatten die nicht so gern. Wir wurden angehobt, es gab auch Fußgänger, die auf das Wagendach schlugen, und ein Typ spuckte sogar gegen die Seitenscheibe. Ich hörte Suko knurren, ansonsten reagierte er nicht. Die Durchfahrt war eng, und Suko musste schon sein ganzes fahrerisches Können aufbieten, um es zu schaffen. Wir mussten sogar unsere Seitenscheiben herunterfahren und die Außenspiegel einklappen, erst dann kamen wir durch. Vor uns öffnete sich einer der Hinterhöfe. Die Dämmerung hatte dafür gesorgt, dass er wie ein graues Feld wirkte, über dem ein leichter Nebelschleier schwebte. Das war nicht unsere Welt, aber darauf nahm das Leben keine Rücksicht. Wir fuhren einige Meter in den Hof hinein und ich sah einen R4, neben dem Suko den Rover anhielt. »Dann wollen wir mal«, sagte ich und öffnete die Tür. Die Luft war etwas feuchter geworden, ein komischer Geruch hing zudem in der Luft und ich hielt automatisch Ausschau nach irgendwelchen Katzen. Sie zeigten sich nicht, auch keine, die hierher gehörten und herumstreunten. Die Umgebung war praktisch katzenfrei. Jetzt mussten wir nur herausfinden, wo Julie Price wohnte. Wir atmeten undefinierbare Gerüche ein und sahen plötzlich 2 Männer, die auf uns zugingen. Woher sie gekommen waren, war mir ein Rätsel. Möglicherweise hatten sie in einer der Nischen gehockt, jetzt aber stellten sie sich uns in den Weg. »Das hier ist kein Parkplatz.« Der Mann mit der Stachelfrisur hatte gesprochen und wartete auf unsere Antwort. Ich wies auf den R4. »Und was ist das?« »Das ist etwas anderes. Er gehört einer Mieterin.« »Okay, aber ihr könntet bei uns mal eine Ausnahme machen.« »Warum das?« »Weil wir hier jemanden besuchen wollen.« »Besucher müssen zahlen«, sagte der Zweite, dessen Haare wie ein Fettfilm um seinen Kopf herumlagen und dessen Gesicht von einer roten Narbe an der Stirn entstellt wurde. Das ist Erpressung. Na und? Ich lächelte. Eigentlich lebt ihr doch hier ganz friedlich. Und ich denke, dass dies auch so bleiben soll. Habe ich recht? Was willst du damit sagen? Keine Sorge, darauf komme ich noch zurück. Ich will mich nicht gezwungen sehen, euch Kollegen herzuschicken, die dann eine Razzia durchziehen. Wie ich meine Kollegen kenne, finden sie immer was. Sie hätten eigentlich schon jetzt wissen müssen, wer wir waren. Sicherheitshalber präsentierte ich meinen Ausweis, und es war hell genug, dass sie ihn auch lesen konnten. Scheiße, Bullen? Bisschen netter, Meister. Aber ich nehme es mal so hin. Der Wagen bleibt hier stehen. Und wenn wir zurückkehren, möchte ich ihn so vorfinden, wie er jetzt aussieht. Die beiden schauten sich an. Dann lachten sie. Und der mit den fettigen Haaren sagte, war nur ein Scherz, dann bin ich ja zufrieden. Da wäre noch etwas, sagte Suko. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch hier auskennt, oder? Kann sein. Wir suchen jemanden, eine Frau, die auf den Namen Julie Price hört. Die beiden schauten sich wieder an. An dieser Reaktion erkannten wir, dass ihnen der Name etwas sagte. Und es war der Typ mit der Stachelfrisur, der uns die Antwort gab. »Ja, ich weiß Bescheid, sie lebt hier. Ist ein verdammt scharfer Schuss.« »Genau. Und wo müssen wir hin?« Der Kerl überlegte noch. Er bewegte dabei seine Lippen, ohne dass er etwas sagte. Dann wies er über seine Schulter. Den Daumen hielt er dabei ausgestreckt. »Ihr müsst auf die Tür da hinten zugehen. Da werdet ihr sie finden, sie wohnt unten.« »Parterre?« fragte Suko. »Fast. Da gibt es noch eine Bude, die halb im Keller liegt. Dahin müsst ihr.« Suko lächelte. »Sonst gibt es nichts zu sagen?« »Was denn?« »Wir haben gehört, dass Julie Price Katzen liebt. Wisst ihr darüber Bescheid?« »Nein, keine gesehen«, bestätigte auch der Zweite. »Das ist gut.« Wir gingen und hofften, dass sie sich an meine Warnung hielten. Wir gingen auf eine graue Hinterhoffassade zu. Hinter den meisten Fenstern brannte jetzt Licht, und deren Schein reichte sogar bis an die Tür, durch die wir gehen mussten, um zur Wohnung von Julie Price zu gelangen. Wenig später hatten wir eine Stufe erreicht, die vor der Haustür lag. Dort blieben wir stehen. »Was hat uns der Kerl gesagt, John? Sie lebt halb im Keller?« Ich nickte. Suko trat einen Schritt zurück und richtete seinen Blick zu Boden. Es gab dort Fenster zu sehen, vielmehr die Hälfte davon. Nur die obere. Die untere war durch den Schacht verdeckt. Ich denke, dass wir hier richtig sind. Mehr hatte Suko nicht sagen müssen. Er deutete nur schräg in die Tiefe, und als ich hinschaute, da wusste ich, was er meinte. Auch wenn die Scheibe des Fensters verschmutzt war, sahen wir doch das Licht, das dahinter schimmerte. Es sah aus wie eine Mischung aus Grün und Blau. Und? »Sind wir richtig?« fragte Suko. »Und ob?« flüsterte ich. »Los!« Die Hintertür ließ sich normal öffnen, und wir schoben uns ins Haus hinein, in dem es muffig und feucht roch. Das Licht brannte hier nicht, aber wir mussten uns orientieren und nahmen deshalb unsere Lampen zu Hilfe. Die beiden Strahlen wiesen uns den Weg, der dort aufhörte, wo eine Treppe begann. Wir leuchteten die Stufen hinab und entdeckten sofort den Zugang zu dieser Souterrainwohnung. Er lag auf halber Strecke. Man musste von der Treppe auf ein Podest treten, um an die Tür heranzukommen, hinter der die Wohnung mit dem türkisfarbenen Licht lag. Wir hatten die Tür schnell erreicht. Natürlich stand sie nicht offen, aber es gab eine Klinke. Uns war nicht klar, ob die Bewohner ihre Buden von innen abschlossen. Das konnte, musste aber nicht sein. Und so starteten wir einen ersten Versuch. Suko bewegte die Klinke behutsam nach unten. Es war gut, dass sie kein verräterisches Geräusch abgab, und als Suko den Anschlag erreicht hatte, drückte er gegen die Tür. Nur sehr schwach, aber das reichte. Es war nicht abgeschlossen. »Auch blinde Hühner finden mal ein paar Körner«, sagte ich und machte den ersten Schritt. Es war so wunderbar. Julie Price hatte ihre Hände auf den Körper der glatten Statue gelegt, und sie durfte erleben, dass diese Statue nicht nur das war, was sie nach außen hin zeigte. Es gab etwas in ihrem Inneren, das jetzt auf Julie überging. Und das spürte sie. Hätte man sie gefragt, was es war, sie hätte keine genaue Antwort geben können. Aber es war eine Kraft, die schon uralt war, sich über tausende von Jahren nicht verändert hatte und sich nun ausbreitete, um in ihren Körper einzudringen, was Julie deutlich spürte. Zuerst war es nur ein Kribbeln gewesen, beinahe schon unangenehm. aber dann war aus dem Kribbeln ein Strom geworden, der erst durch ihre Finger glitt, dann die Handgelenke erreichte, dort auch nicht anhielt, sondern in die Arme drang und immer höher stieg. Denn es fühlte sich an, als wollte er die Schultern erreichen. Und so war es auch. Der Strom ließ sich durch nichts stoppen, was ihr gefiel, denn sie fühlte sich plötzlich sehr wohl. Es war etwas völlig Neues, was da auf sie zukam, eine ganz andere Kraft, die ihre bei weitem überstieg. Sie schloss die Augen, um sich voll zu konzentrieren. Sie hörte in ihren Ohren ein fernes Rauschen und hatte den Eindruck, als wollte jemand Kontakt mit ihr aufnehmen, der sehr weit von ihr entfernt war. Es war keine Stimme, die sie vernahm, und doch war sie fasziniert, denn der Strom, der aus tiefer Vergangenheit in sie strömte, machte sie stark. Ein wunderbares Gefühl der Erleichterung erfasste sie. Plötzlich war sie in der Lage, mehr zu sehen. Es eröffneten sich ihr zwar keine Welten, aber die Dunkelheit störte sie nicht mehr, als hätte sie die Sehkraft einer Katze bekommen. Julie senkte den Blick. Sie hatte den Wunsch, wieder in die Augen der Statue zu schauen, die sie so fasziniert hatten, und war beinahe enttäuscht, dass sie die Farbe nicht mehr sah. Sie war verschwunden. Die Augen kamen ihr leer vor. Die Skulptur gab nichts mehr an sie ab. Julie stöhnte auf. Sie wollte darüber nachdenken, wie negativ alles war, als sich ihr Denken wandelte. Nein, so durfte sie das nicht sehen. Es war nicht alles negativ. Etwas hatte sich schon verändert, denn jetzt steckte die Kraft der Katzengöttin in ihr. Sie konnte sehen wie im Hellen. Das lag daran, dass ihre Augen zu Katzenaugen geworden waren. Auch die Gerüche nahm sie jetzt intensiver wahr und ihr Gehör hatte sich ebenfalls stark verbessert. Sie trat einen kleinen Schritt zurück, senkte den Blick und schaute auf die Katzen, die sich noch immer in ihrer Nähe aufhielten. Der Drang, ihnen etwas zu sagen, stieg in ihr hoch, aber es begann zunächst mit einem leisen Lachen. »Jetzt bin ich wie ihr, nur noch um eine Spur besser. Ich bin Mensch und Katze zugleich.« Es amüsierte sie, und sie wollte auch nicht mehr auf der Stelle stehen bleiben. Sie musste etwas anderes tun und dabei einem drängenden Wunsch Folge leisten. Der Raum war noch immer recht dunkel. Es machte ihr nichts aus, weil ihre Augen so geschärft waren. In diesem Bewusstsein näherte sie sich einer Wand, an der ein Spiegel hing, der beinahe bis zum Boden reichte. Vor dem Spiegel blieb sie stehen. Die Dunkelheit tat ihr nichts. Sie sah einfach perfekt und staunte ihr Spiegelbild an, denn sie hatte sich verändert. Es war kaum zu fassen, aber es gab keinen Zweifel. Äußerlich war sie dieselbe Person geblieben, denn ihr Körper hatte sich nicht verändert. Und doch war etwas mit ihr geschehen. Jetzt wusste sie auch, warum die Augen der Statue ihre Farbe verloren hatten. Sie befand sich jetzt in ihren Augen. Ja, es war kaum zu fassen. Diese Farbe leuchtete sie praktisch an. Sie sah so fremd aus, und man hätte sich beinahe schon vor ihr fürchten können. Schillernde Pupillen, Katzenaugen, die viel sahen in der Finsternis. Hier war eine Katzenfrau geboren worden, und als sie ihre Arme und die Hände bewegte, da hatte sie den Eindruck, dass all dies viel geschmeidiger geschah als sonst. Sie nickte sich selbst zu. Dann öffnete sie den Mund und flüsterte mit leiser Stimme, »Ich bin bereit.« Schwungvoll drehte sie sich vom Spiegel weg und wurde zugleich von einer ungewöhnlichen Unruhe erfasst, die nicht nur sie erlebte, sondern auch die Katzen. Bisher hatten sie artig auf dem Boden gehockt, das war nun vorbei. Sie konnten nicht mehr an einer Stelle bleiben, sondern drehten ihre Kreise und fauchten leise. Etwas stimmte nicht mehr. Etwas hatte sich verändert. Als Julie nichts sah, nahm sie die Veränderung als Warnung hin. Sie musste entsprechend handeln und nicht länger nachdenken. In den folgenden Sekunden entschloss sie sich, die Dinge in die Hand zu nehmen. Praktisch bedeutete dies, dass sie sich bewaffnen musste. Bevor sie an die Statue herangetreten war, hatte sie ihren Fächer zur Seite gelegt. Er lag jedoch in der Nähe, und mit einer schnellen Bewegung hatte sie ihn an sich genommen. Damit machte sie sich auf den Weg. Wenn eine Gefahr kam, dann nur von außen. In diesem Fall hieß das durch die Tür. Und auf die ging Julie Price zu. Wir bemühten uns, so leise wie möglich zu sein. Viel war nicht zu sehen. Das fahle Licht leuchtete nicht den schmalen Flur aus, in den wir uns schoben. Völlig finster war es auch nicht, und wir hörten zudem ein Geräusch, das nicht zu den alltäglichen oder normalen zählte. Es war ein Trippeln, ein Kratzen, und ich dachte sofort an die Katzen. Ich hatte den Gedanken noch nicht ganz zu Ende gedacht, als vor uns eine Tür ruckartig aufgerissen wurde. In dem Moment hatte ich den Eindruck, dass die Zeit stillstand, als hätte Suko mit seinem magischen Stab eingegriffen, doch das war eine Täuschung. Es lag an der Frauengestalt, auf die ich schaute, und ich wusste sofort, wen ich vor mir hatte. Julie Price trug nicht viel am Körper, was mich in diesem Fall nicht ablenkte. Es war etwas ganz anderes, was mich zum Staunen brachte. Es ging um ihre Augen, denn die hatten das menschliche Aussehen verloren. In ihnen leuchtete das türkisfarbene Licht, das wir schon vermisst hatten. Und dann gab es noch etwas an ihr. Ich sah es, als ich auf ihre rechte Hand schaute. Sie war länger als gewöhnlich. Aber nur für einen Moment dachte ich dabei an starre Finger, dann wusste ich, worum es sich handelte. Sie hielt das Fächermesser fest. Im nächsten Augenblick löste sich ein Schrei aus ihrem Mund. Er war so etwas wie ein Signal, und das galt nicht nur den Katzen, denn auch Julie Price startete ihren Angriff. Das Problem wäre kleiner gewesen, hätte es nicht die Katzen gegeben. Die aber waren schnell und sorgten dafür, dass wir den Überblick verloren. Aus dem Stand hervor sprangen sie uns an. Die Entfernung überwanden sie locker. Da ich eine halbe Schrittlänge vor Suko stand, war ich näher bei Julie Price. Dagegen hatten die Katzen etwas. Sie sprangen mich zwar nicht an, aber sie huschten zwischen meine Beine und brachten mich aus dem Gleichgewicht. Ich durfte nicht fallen, kippte aber trotzdem nach links weg und hatte das Glück, gegen die Wand zu prallen. Wie es Suko erging, sah ich nicht, aber ich hörte die Schreie und das Fauchen der Tiere, während ich mich nach vorn warf, um an die Messerkatze heranzukommen. Sie wartete schon auf mich. Ich hörte sie kreischen und sah, dass sie ihren rechten Arm hochgerissen hatte. Dann schlug sie zu. Ich wollte auf keinen Fall von diesem Fächermesser erwischt werden und riss meinen Arm in die Höhe. Die Außenkante meiner Hand prallte mit ihrem Messerarm zusammen, sodass ich nicht getroffen wurde. Den ersten Angriff hatte ich abgewehrt, aber ich ruhte mich nicht auf meinen Lorbeeren aus, sondern rammte meine linke Faust in die Körpermitte der Frau. Sie flog zurück. Der Schlag hatte sie hart getroffen. Sie tänzelte auf den Hacken und prallte dann mit dem Rücken gegen eine Statue, die ihr im Weg stand. Statue und der Sockel fielen um, wobei Julie noch rückwärtsgehend darüber stolperte und in die Hocke sackte. Ich setzte schnell nach. Hinter mir hörte ich Geräusche, die davon zeugten, dass Suko mit den Katzen kämpfte, wobei ich hoffte, dass er der Sieger blieb. Ich lief vor und machte einen Fehler. Ich hatte nicht an das Hindernis auf dem Boden gedacht, stieß dagegen und stolperte nach vorn. Vorher hätte ich noch Zeit gehabt, die Beretta zu ziehen. Jetzt war es zu spät. Und die Messerkatze hatte schon auf mich gewartet. Eine Wand hatte sie aufgehalten. Sie stand neben einem Stuhl, das sah ich im Fallen. Und ich sah auch, wie sie erneut mit ihrer Messerhand ausholte. Ich tauchte noch tiefer, machte mich praktisch platt, noch bevor ich den Boden berührte, und spürte dann den Luftzug im Nacken, so knapp hatten die Klingen meinen Hals verfehlt. Sie schrie wirklich katzenhaft auf und holte erneut aus. Ich trat ihr gegen das rechte Schienenbein. Das brachte sie aus dem Gleichgewicht, und sie verlor die Übersicht, die ich allerdings behalten hatte, denn ein Stoß in den Rücken schleuderte die Frau nach vorn. Sie landete auf dem Bauch. Weiterhin erhielt ich von Suko keine Hilfe. Ich riskierte einen schnellen Blick zur Seite und sah ihn im Kampf mit den Katzen. Er setzte dabei seine Hände ein, und ich glaubte nicht, dass die Tiere seinen Karateschlägen gewachsen waren. Julie warf sich herum. Ich hätte sie anspringen können, was ich jedoch nicht tat, denn sie fuchtelte mit dem Fächermesser herum und bewegte dabei ihre Hand so schnell, dass ich sie nicht mit einem Tritt erwischen konnte. Meine Lage war jetzt besser geworden. Ich griff nicht mehr an, blieb stehen, zog meine Beretta und senkte die Mündung so, dass sie auf den Kopf der Katzenfrau wies. Messer wegwerfen und hochkommen. Sie hatte den Befehl gehört. Sekundenlang geschah nichts. Dann schnellte sie mit einer katzenhaften Bewegung in die Höhe. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, von ihr überrascht zu werden, doch das trat ein. Sie ignorierte auch meine Waffe, als sie sich auf mich warf, um die 5 Klingen in meinen Körper zu rammen. Als sie ausholte, schoss ich. Die Detonation klang im Zimmer überlaut. Meine Kugel hatte sie nicht tödlich getroffen, darauf hatte ich schon geachtet. Das rechte Bein wurde ihr weggerissen. Sie kippte zurück, landete auf der Seite, rollte sich aber geschickt ab, kam wieder hoch, stemmte sich mit dem gesunden Bein ab, drehte einen halben Kreis und flog wieder auf mich zu. Nach dieser Aktion erlebte ich eine Schrecksekunde. Von der Seite her fuhren die 5 Klingen auf mich zu. Sie hätten meinen Hals erwischt und mich erledigt, aber eine zweite Kugel, die ich im Fallen abschoss, traf ihre Brust. Der Stoß ging ins Leere. Er war auch nicht mehr mit voller Wucht geführt worden. Dann sackte ihr Arm nach unten und sie fiel auf die Knie. Ich war trotzdem vorsichtig. Man sagt Katzen 7 Leben nach. Und ich war gespannt, ob sich das auch auf Julie Price übertragen hatte. Sie kniete, sie atmete schwer. Sie hielt den Kopf gesenkt und schüttelte ihn. Möglicherweise eine Geste der Aufgabe. Aus dem Flur hörte ich Sukos Stimme. »Es ist alles okay mit mir. Die Katzen haben mich wohl nicht richtig eingeschätzt.« »Verstehe«, sagte ich schwer atmend und wusste, dass ich mich um Julie Price kümmern musste. In ihrem Körper steckten 2 Kugeln, doch sie machte nicht den Eindruck einer angeschossenen Frau. Sie bewegte ihren Oberkörper vor und zurück, als wäre er zu einer Wippe geworden. Ich stand hinter ihr, und sie traf auch keine Anstalten, den Kopf zu drehen. »Lassen Sie Ihre Waffe fallen«, befahl ich. Sie reagierte nicht. »Es wäre besser für Sie.« Plötzlich löste sich ein Lachen aus ihrem Mund, wobei ich nicht genau wusste, ob es sich um ein reines Lachen handelte oder schon um ein Fauchen. »Sie haben verloren.« Nach dieser Antwort hob sie die rechte Waffenhand. »Nein, das habe ich nicht. Ich bestimme, wann ich verloren habe oder nicht. Das solltest du dir merken. Deine Helfer sind erledigt. Ich weiß nicht, auf wen du dich jetzt noch verlassen willst.« Ich hatte die Statue gesehen und wusste, um wen es sich dabei handelte. »Auch die Göttin Bastet wird dir nicht mehr helfen können.« »Das braucht sie auch nicht, denn ich bin die Göttin. Ja, ich bin Bastet. Ihre Kraft ist auf mich übergegangen. Ich spüre sie in mir. Du hast doch meine Augen gesehen. Dann weißt du, wer ich wirklich bin. Ich werde sie würdig vertreten, denn sie soll nicht in Vergessenheit geraten.« »Das wird nichts bringen. Bastet hat ihre Zeit gehabt. Heute leben andere Menschen. Man darf sie nicht vergessen.« Julie Price nickte. Sie kniete noch immer und sagte dann, »Ich habe es wenigstens versucht. Ich habe ihr Blut getrunken und weiß, wie sich die Katzen verhalten. Ich kann sie verstehen. Ihr Blut war köstlich und ich hatte Kontakt mit einem höheren Wesen. Es hat mir bewiesen, dass die Vergangenheit noch längst nicht vorbei ist. Auch wenn sie in Vergessenheit gerät, manchmal ist sie uns so nahe wie die Gegenwart.« Ich wunderte mich über diese Philosophie und ging davon aus, dass sie etwas zu bedeuten hatte. Leider kam ich nicht darauf, was es sein könnte. Oder ich war einfach zu naiv und gutgläubig. Als ich ihre schnelle Armbewegung sah, war es leider zu spät. Plötzlich befand sich der Fächer aus Spitzenmessern vor ihrem Gesicht. Dann ruckte die Hand nach vorn und stach zu. Ich zischte einen Fluch durch die Zähne, umrundete die Frau und sah sie mir von vorne an. Sie war nicht gefallen und kniete noch, aber Julie Price wusste, dass sie verloren hatte. Und deshalb hatte sie die 5 Klingen in ihr Gesicht gestoßen und dabei ihre Augen getroffen, die keine Farbe mehr zeigten, sondern ausliefen und sich mit dem Blut aus den anderen Wunden vermischten. Ich hörte ein Geräusch aus meiner Nähe. Es war Suko, der zu mir kam und mir eine Hand auf die Schulter legte. »Es reicht schon. Ich denke, wir sollten gehen und etwas frische Luft schnappen.« »Ja, du hast recht.« Ob die Katzen alle tot waren, wussten wir nicht. Jedenfalls würden sie keinen Angriff mehr starten. Wir standen im Hinterhof und verhielten uns wie so oft, wenn ein Fall beendet war. Suko telefonierte mit unseren Kollegen und ich schaute zum Himmel, auf dem der Mond einen Kreis bildete. Sonne und Mond wechselten sich ab, das Leben ging weiter. Das galt auch für uns, und darüber war ich letztendlich froh.